Heute gibt es eine neue Begrüßung. Ja, moin. Also, wir fangen heute an. DevOps Vorlesung Nummer 7 im Sommersemester 2022. Wir müssen direkt mit der Restekiste anfangen. Die letzte Vorlesung, erinnert euch, haben wir versucht, so ein bisschen CI einzurichten. Das war so ein bisschen mehr schwierig, nicht schwierig. Das habe ich fertig nochmal, das habe ich nochmal ein bisschen umgebaut und ich habe es jetzt fertig vorbereitet. Das möchte ich mit euch jetzt nochmal zusammen durchgehen, damit dann jeder sieht, wie man es dann auch richtig macht. Und das Zweite, was ich machen möchte, ist vom letzten Mal, was wir nachholen, ist das CD, also die Continuous Delivery, also testen, bauen ist Continuous Integration und Continuous Delivery ist das Gebaute irgendwo hinschmeißen, zum Beispiel auf unserem Kubernetes Cluster. Genau, und damit würde ich sagen, fangen wir direkt mal an. Ich hole dafür hier mal den guten alten Code vom letzten Mal und hoffe, dass das so jeder lesen kann. Geht das? Ja, ja. Hier Kopfschütteln besser. Machen wir es mal so. Ah, ich werde gerade angepöbelt, dass der helle Mode besser ist. Das ist meine Vorlesung, wir bleiben bei Schwarz. Genau, kurz zur Wiederholung, das hier ist das Build-Skript, das hier oben einmal die Tests ausführt und hier unten, nicht verschieben, und hier unten auf unserem Self-Hosted Runner nur beim Master das Repository auscheckt und dann den Docker-Build anschmeißt. Zur Erinnerung, der Docker-Build, das war in diesem Docker-File hier definiert, und zwar einmal hier oben das einfache Bauen. Und dann hier unten das Kopieren des Gebauten in einem neuen Container, damit dann auch wirklich nur die gebauten Dependencies drin sind. Deswegen steht hier beim NPM Install ein Only Prod. Das installiert nur die richtigen Production Dependencies und nicht die Dev Dependencies. Das holt am Ende noch mal ein bisschen Speicherplatz raus. So, und dieses hier müssen wir jetzt ein bisschen anpassen. Da ist ein bisschen was passiert. Ich muss hier meine schlaue Vorlage dafür kurz ein bisschen rumscrollen. Fangen wir denn hier an? Ja, genau. So ist gut. Publish, genau. Ich hatte euch beim letzten Mal gesagt, dass es ganz, ganz böse ist, dass hier Latest steht. Warum? Wenn da immer Latest steht, dann ist da immer nur ein Image, und zwar das letzte. Das heißt, wir können nicht ohne weiteres auf die letzte Version zurückrollen, wenn wir das möchten. Das heißt, was man eigentlich haben möchte, ist, dass hier irgendwie am Ende sowas wie 1.01 steht. Oder dann 1.5.1, dann kann ich irgendwann wieder auf die 0.1 zurückgehen. Damit das geht, müssen wir irgendwie an dieser Stelle dynamisch während des Bauens die aktuelle Version dieses Services auslesen. Und das geht über diese Packet.json, da steht hier oben immer eine Version drin. Und damit wir an die rankommen, wollte ich eigentlich eine Action benutzen, die hat aber nicht funktioniert. Und jetzt habe ich einfach den Inhalt der Action genommen und rauskopiert. Und wir benutzen das direkt und das funktioniert wie Sau. Deswegen machen wir jetzt hier nach dem, also jeder Spiegelstrich leitet einen neuen Step ein, das ist ein Array in YAML geschrieben, machen wir jetzt nach dem Checkout, benennen wir diesen Schritt und sagen hier getVersion. getVersion. Dann muss man hier so einen einrücken. Dann muss man diesem Step eine ID geben, damit ich auf den Inhalt des letzten Steps zugreifen kann, gebe ich dem eine ID, dann kann ich in diesem Build-Prozess einfach sagen Steps. Nennen wir das doch mal Package-Version. Dann kann ich mit steps.package-version auf den Output von diesem Step zugreifen und in den schreibe ich dann die Version rein. So, und wie lese ich die aus? Naja, das mache ich, indem ich so einen Run hier mache und dann so einen Strich. Das heißt, jetzt kann ich normale Shell-Befehle machen und dann mache ich hier erstmal so ein Echo. Echo ist auf der Linux-Shell, um irgendwas auszugeben. Da sage ich jetzt was wie reading package.json from package.json. Das heißt, ich möchte bitte aktueller Pfad und da die Datei package.json lesen. Das ist das, wo dieses Checkout die Dateien hinschreibt. Ne? Dann sind wir in dem aktuellen Ordner und da möchte ich bitte die package.json öffnen. Das schreibe ich jetzt einfach nur. So, und jetzt kommt ein bisschen Linux-Shell-Magie. Ich versuche das hier so gut es geht. Oh, ich muss das hier größer machen. Ich versuche das so gut es geht zu erklären. Also, ich möchte das in einer Umgebungsvariable speichern, was ich kriege, weil Umgebungsvariablen kann ich der GitHub-Workflow-Umgebung bekannt geben. Das heißt, ich brauche irgendwie eine Umgebungsvariable, nennen wir die doch mal Packet Version. Umgebungsvariablen werden immer groß geschrieben, damit man sie identifizieren kann.
Und damit ich den Inhalt von einer Funktion im Shell kriege, muss ich die in so Dollar runde Klammern schreiben. So, das heißt, er nimmt jetzt den Inhalt des Ausdruckes, den ich gleich erzeuge, und schreibt den in die Umgebungsvariable Package Version. Und was ich machen möchte ist, mit cut will ich den Inhalt der Package JSON ausgeben und den Inhalt davon macht den, ui, weg damit. Den Inhalt davon möchte ich gerne weiterverarbeiten. Und diesen Inhalt weiterverarbeiten macht man mit diesem Operator, das nennt man eine Pipe. Das heißt einfach nur, nimm das, was hier ausgegeben wird und gebe das bitte in den nächsten Befehl, den ich hier reinschreibe. Da nehmen wir JQ, das ist ein vorinstalliertes Tool, mit dem man JSON auslesen kann. Query, JSON Query heißt das, glaube ich. Und da kann ich einfach sagen, ich möchte bitte nach dem Punkt Version Feld suchen. Na? Punkt Version ist ganz oben, das ist das JSON-Objekt hier, das ist die oberste Ebene. Und in der obersten Ebene gibt es eine Version und deswegen kann ich hier Punkt Version schreiben. So, was der jetzt einfach macht ist, naja, der sucht mir jetzt halt nach diesem Feld und gibt mir den Inhalt von dem zurück, was dann halt irgendwie das hier ist. Das muss ich allerdings mit einem tr-d noch bearbeiten, weil ich muss irgendwas mit diesen Hochkommatas, die müssen weggetrimmt. Also was der macht ist, da steht dieses ganze Ding hier, Hochkommatas stehen da drin, tr trimmt den Output, entfernt also vorne und hinten das Zeichen, was ich angebe, was eben dieses Hochkommata ist, damit ich da am Ende hier unten 0.01 stehen habe und nicht das hier. Das würde da stehen, wenn ich diesen Befehl hier nicht machen würde. So. Genau, so jetzt muss ich irgendwas noch mit dieser großartigen Variable machen und da muss man jetzt Echo, jetzt kommt ein bisschen GitHub-Magie, Doppelpunkt, Doppelpunkt, Set Output, also das ist jetzt irgendein wildes Makro von diesem Workflow-Gerät hier, da kann ich jetzt sagen, bitte setze den Output des aktuell laufenden Steps mit dem Namen Current Version, setz den bitte auf die Umgebungsvariable Package Version. Vollkommen verrückt. Deswegen verpackt man das in Actions. Ne? Dann ist das halt irgendwie einfacher und eindringlicher. Leider konnte mir bis heute keiner auf das Issue antworten, warum das nicht funktioniert. Ich habe das mehrfach versucht, selber in einem anderen Workflow mit einer eigenen Action. Das hat alles nicht geklappt. Wenn man es direkt ausführt, funktioniert es. Ich bin mir nicht sicher, warum das so ist. So, was uns das jetzt aber bringt, ist, dass wir hier bei dem Latest, da können wir jetzt mit Dollar, doppelt geschweifter Klammer, ja, eine Frage. Ja, sehr gerne. Hier soll bitte Reading Version from Package. Ja, sehr gerne, gar kein Problem. So, wubbelibub. Jetzt kann ich hier unten, wie das auch vorher, hier kann man ja auf Umgebungsvariablen zugreifen, kann ich jetzt hier sagen, okay, gib mir bitte mal alle Steps, die es in dem aktuellen Job gibt. Ne? Test ist ein Job, Publish ist ein Job und ein Job hat Steps, auf die kann ich so zugreifen. Gib mir da bitte den Step mit dem Namen Package Version. Deswegen haben wir hier oben die ID vergeben. Von dem hätte ich jetzt bitte die Outputs und in dem Output habe ich ja hier gesagt, der soll bitte Current Version heißen. Hier jetzt also Current Version. Großartig. Und so, weil ich echt viele Tippfehler mache, kopiere ich mir das jetzt hier nochmal ganz kurz und füge das hier ein. Ja, sehr gut, ist gleich. Hier unten müssen wir das auch ersetzen. Jetzt haben wir sich immer verändernde Versionen und haben jetzt so eine Historie. Ne? Jetzt können wir davon profitieren, dass wir halt sowas machen können, wie wir können vorwärts unsere Version verändern und wenn wir feststellen, oder funktioniert irgendwas nicht, vielleicht hat irgendein Dev gepennt, der hat irgendwas gemercht, was er nicht hätte merchen dürfen, können wir zurückrollen. Das Ganze nennt man immer Disaster Recovery. Ne? Wir müssen irgendwie immer in der Lage sein, den letzten Zustand unserer Anwendung, unserer Plattform, unserer Cloud auf irgendeine Art und Weise wiederherzustellen, damit wir garantieren können, dass wir keine, dass dieses Zero Downtime garantiert man damit. So, was wir jetzt noch nicht haben, ist, dass wir nach den Umgebungen unterscheiden. Wir führen das jetzt aus immer dann,
wenn wir auf den Master pushen und dann wird das immer nur dann gemacht. Das heißt, wenn wir jetzt auf dem Dev irgendwas machen, dann wird nicht gebaut und wir können auch nicht irgendwie differenzieren zwischen Production Environment und zwischen Testing und Staging Environment. Und jetzt überlege ich gerade, ob das sinnig ist, jetzt hier schon weiterzumachen. Nee, ist es noch nicht. Wir machen erstmal was anderes weiter, damit ihr gleich seht, warum das wichtig ist. Wir haben jetzt ja, wie gesagt, wir probieren das erstmal aus. Ha, ganz verrückt, wir probieren das aus. Ja, eine Nachricht, Feature, nein, Fix, CI, Add Correct Version, Yo, ja, Yo, ja, danke. Ja, kannst gleich ein Fetch machen. Gehen wir nach GitHub. Oh, das ist das Preset. So ein Preset will ich gar nicht. Das ist vollkommen in Ordnung, wenn ihr das seht. Auch nicht viel wilderes Zeug. Ich möchte zur Demo. Da möchte ich hin. Und hier müsste es jetzt eine Action geben, die da läuft. Können wir mal reingucken und schauen, was passiert. Test sollte sowieso immer durchlaufen. Wir haben an dem Quellcode nichts geändert. Das läuft hier ganz easy peasy durch. Wir können uns das hier angucken. Bisschen größer höre ich gerade. Hier hat alles funktioniert. One passed, one total. Jetzt muss man hier aus Gründen aktualisieren, damit er das Publish sieht. Hier warten wir, damit er gleich loslegt. Ich habe auch gehört, hier muss man häufiger so einen Refresh machen, damit er das mitkriegt. Warum das nicht so on-time funktioniert, weiß ich allerdings auch nicht. Na komm. Also der Runner läuft bei uns in unserem Cluster. Eigentlich ist er relativ flott. Ich sag mal vorsichtig eigentlich. Gerade hat er wohl keine Lust. Jetzt. Hier hat er sich jetzt die Version geholt. Reading Version, das hat irgendwie funktioniert. Hier wäre vorher erstmal ein Fehler geflogen. Kann man es jetzt auch nochmal angucken, was er wirklich gemacht hat. Jetzt macht er gerade das Build and Publish. Ich möchte das aber bitte angucken. Ja, er tut was. Normalerweise könnte man das jetzt hier ausklappen. Ich will euch eigentlich auch nur zeigen, dass da jetzt gleich die Version steht. So, genau, das hier ist nicht schlimm, dass das kommt. Das ist nur eine NPM-Warning. Der sagt hier, dein NPM ist voll alt, nimm doch eine neue Version, Der soll sich nicht so anstellen. Das ist schon vollkommen in Ordnung, wenn er da auch die veraltete nimmt. Und da haben wir auch nicht so wirklich viel Einfluss drauf. So, genau, ihr seht hier, steht jetzt Version 0.0.1. Das heißt, er hat das hier richtig extrahiert und hat das hier an das Image dran geschrieben. Hat also funktioniert, großartig. Und ist sogar grün geworden. Ha, hammer toll. So, das heißt, wir können jetzt bauen. Das heißt aber nicht, dass wir das jetzt automatisieren können, dass wir das auf unser Cluster kriegen. Dafür brauchen wir das Continuous Deployment. Und ich mache jetzt erstmal mit dem Continuous Deployment Part hier im Service weiter, damit ihr seht, warum wir jetzt gleich die CI anpassen müssen. Damit wir jetzt diesen Service hier, also dieses Docker-Image irgendwie auf unser Cluster laufen lassen können, ihr erinnert euch vielleicht, wie wir das Keycloak aufgesetzt haben, da haben wir ja im Rancher über das Anlegen eines Deployments relativ viel konfiguriert. Wir haben sowas gesagt wie, welche Umgebungsvariablen sollen da drin sein. Wir haben sowas gesagt wie, was muss da für ein Volume drin sein, soll da ein Service mit angelegt werden. Sowas, das müssen wir jetzt, diese YAMLs, die das beschreiben, das sind ja mal YAMLs, ich zeige euch das nochmal, damit klar ist, worüber wir hier reden. Gehen wir doch mal nach hier. Dann brauche ich hier mein großartiges Keepers. Jetzt hier auch das richtige Rancher nehmen. Größer machen. New Asgard. Gehen wir jetzt hier mal auf irgendeinen Workload. Zum Beispiel das Keycloak. Und gucken uns hier die YAML an. Oh Gott. Eieiei. Das ist die YAML, die uns das Rancher generiert hat, was wir vorher über diese Oberfläche angelegt haben. So eine YAML brauchen wir jetzt auch, damit wir der Continuous Deployment sagen können, was die überhaupt anlegen soll. Und das machen wir jetzt.
Dafür mache ich jetzt hier oben auf oberster Ebene einen neuen Ordner und nenne den jetzt einfach mal Punkt Argo, weil Argo ist das Tool, mit dem wir das gleich machen werden. Legen hier einen neuen Ordner an. Und jetzt müssen wir für jede Umgebung, die wir haben, eigene Dateien schreiben. Ne? Ihr erinnert euch, wir haben ja eine Ordner, eine Production-Umgebung. Wir haben eine Staging-Umgebung. Ah, falls ihr jetzt hier oben direkt auf Plus macht, dann legt ihr hier drunter einen Ordner an. Ihr müsst hier vorher einmal den Überordner anwählen, damit ihr einen Subordner davon anlegt. Und eine Testing-Umgebung. Ne? Für alle drei müssen wir jetzt eben diese YAML-Dateien definieren. Und zwar einmal das Deployment. Ein Deployment ist nichts weiter als eine ausführbare Einheit, in der ein Docker-Image drin ist. Und das ist eine Art davon. Davon gibt es mehrere verschiedene Arten. So, und hier definieren wir jetzt, was wir da überhaupt deployed haben wollen. So, diese Dinger fangen immer gleich an. Das erste ist immer API-Version. Das ist immer das allererste, was man ansagt. Und das ist für Deployments, Apps, /V1. Dann sagt man, was möchte ich hier bitte haben? Dann sagt man, naja, ich möchte bitte ein Kubernetes Deployment haben. Dann ergänzt er mir das hier sogar schon großartigerweise. Oh, geh weg. Dann macht ihr hier noch ganz viel mehr hinzu. Ach nee, das ist doof. Wir machen das hier mal alles weg, damit ihr das besser nachvollziehen könnt. Metadaten sind jetzt sowas wie zusätzliche Informationen, also Name, wie heißt das Ding, das Deployment. Da stehen die Labels drin und die Annotations. Mit Labels und Annotations kann man das Verhalten in Kubernetes steuern. Andere Dienste, die in Kubernetes laufen, können auf solche Annotations hören und wenn die irgendeinen Workload sehen mit einer bestimmten Annotation, dann können die handeln. Jetzt Achtung, Disclaimer, vereinfacht ausgedrückt. Und was wir hier brauchen, ist einmal ein Label. Und zwar diesen workload.user.kettle.io/workload-selector. Denn über den legen wir dann den Service an. Über den können wir dann eindeutig zuweisen, welcher Dienst das ist. Ihr erinnert euch vielleicht, das schreibt man über apps.deployment-namespace-appname. Ungefähr so. Doch, dann braucht das Ding hier noch einen Namen. Machen wir einfach mal mit App Backend, das ist für mich vollkommen toll. Dann sagen wir, in welchem Namespace das läuft. Das soll bitte Testing sein. Bevor ich jetzt irgendwie Bullshit erzähle, gucken wir hier bitte nochmal nach. Deployments. Gucken, ob es diese hier wirklich gibt. Ne? Testing, Staging, Production. Das muss schon übereinstimmen. Da dürfen wir keinen Mist machen. Das passt also. Und unter Spec stellt man jetzt ein, was möchte ich denn jetzt hier überhaupt machen? Das erste, was ich sage, ist, wie viele von diesen Containern möchte ich bitte replizieren? Das macht man über Replikas und da ist immer erstmal eins. Wir wollen einen Container davon. Wenn wir das jetzt irgendwie ausfallsicher haben wollen würden, könnten wir hier eine 4 reinschreiben oder wir benutzen da einen Horizontal Podscaler für, der verändert diese Zahl dann dynamisch. Der guckt dann, der scannt dann, die Prozessorlast geht hoch, ich habe irgendwie eingestellt, wenn die Prozessorlast 60% übersteigt, dann soll ich bitte den Dienst zweimal starten. Das macht ein Horizontal Podscaler. Nichts anderes. So, dann müssen wir hier ein Revision History Limit setzen. Eieiei, was ist das? Revisionen, das sind jetzt Versionen alter Pods, die werden Replica Set genannt. In denen werden die alten Versionen von der Anwendung gespeichert, wenn wir was daran verändern. Und je nachdem, wie hoch wir jetzt diese Revision hier setzen, speichert der alte Stände von dieser Anwendung. Das ist eine Art Version Caching, was erlaubt, sehr schnell diese Disaster Recovery Geschichten zu machen. Der rollt also extrem schnell zurück, weil die Pods noch da sind und nicht gelöscht. Also wenn ich jetzt hier eine 10 hinschreibe, würde er die 10 letzten Änderungen an diesem Deployment speichern und könnte die zu jeder Zeit wiederherstellen, ohne was neu runterladen zu müssen. Wir lassen das hier aber auf 1. So, dann muss man hier einen Selector machen. Das ist jetzt so ein bisschen bescheuert. Man muss diesem Spec hier sagen, auf welches Deployment der matchen soll. Obwohl das in der gleichen Datei steht, muss man ihm jetzt hier über MatchLabel sagen. Naja, du sollst auf dieses hier matchen. Ja, Gott weiß, warum das so kompliziert ist. Ich verstehe das auch nicht so ganz, aber man muss das machen. So, das hier muss eingerückt werden. Das ist ganz wichtig. Da muss man extrem aufpassen. Diese Einrückungen müssen richtig sein.
So, als nächstes sagt man Template. Mit Template sagt man jetzt tatsächlich, was wollen wir da jetzt? Also mit Template sagt man das Template für den Docker-Container, welchen ich da deployen möchte. Das beschreibt man hier jetzt. Da muss man natürlich auch wieder eine Metadata für angeben und da muss man natürlich auch wieder ein Label für angeben und das muss natürlich dieses hier sein. Dann kommen die Specs, also die eigentlichen, huch, nicht anschreien. Spec, die eigentlichen Beschreibungen und jetzt sagt man endlich mal Container. Also, was will ich denn überhaupt für einen Container hier haben? Und zwar möchte ich hier ein Image. Und zwar, naja, eben gerade das, was wir gerade angelegt haben, was irgendwie registry.sec.devops.uniks.de, bei euch ist dieses SEC, dann das, was ich euch zugeschickt habe, das ist dann irgendwie MMA, was weiß ich. Irgendeins, irgendein anderes, das, was ihr dann bei euch bekommen habt. Slash, App-Name. Doppelpunkt und die Version. Die Version. Welche schreibe ich denn da jetzt überhaupt erstmal rein? Ah, initial schreiben wir hier die allererste Version rein. So, und jetzt ist wichtig, warum ich das jetzt zuerst gemacht habe. Dieses Skript hier wird verwendet von Argo. Argo guckt, wurde etwas in diesem Ordner verändert und wenn ja, guckt er sich die Veränderungen an und führt die auf dem Kubernetes aus. Das heißt, damit wir das Argo, also die CD, triggern können, müssen wir diese Datei hier verändern. Das heißt, unsere CI, die hat ja, ihr erinnert euch, wir haben das ja gerade gebaut, dass wir hier die Version haben, die muss hier diese Version anpassen, das selbstständig committen und pushen, dann kriegt Argo mit, ah, die CI ist fertig, die hat was gebaut, die hat ein neues Artefakt erstellt und bereitgestellt. Jetzt kann ich das nehmen und deployen. Deswegen brauchen wir zuerst diese Skripte, damit wir dann gleich nochmal das CI-Skript anpassen können. So, jetzt haben wir ein Image, dem ganzen Gerät wollen wir natürlich auch einen Namen geben. Das ist das gute alte App-Backend. Und das App-Backend, das werden wir hoffentlich heute noch schaffen, das muss Zugriff auf die MongoDB, die wir vorher deployed haben, und das Keycloak haben. Dafür muss es auf Secrets zugreifen können, die wir vorher angelegt haben. Und die benenne ich jetzt einfach. Also man sagt hier env from, dann sagt man die Environment-Variablen kommen von einer Secret-Ref. Oh nein, Secret-Ref. Und diese Referenz auf das Secret hat einen bestimmten Namen. Zum Beispiel einmal MongoSecret. Da steht das drin, wie wir uns mit der Mongo verbinden, also das Admin-Passwort oder ein User-Passwort, wenn ihr das entsprechend gemacht habt. Und wir geben hier an, dass das auf keinen Fall optional ist. Wir brauchen das. Ohne das darf und kann der Dienst nicht starten. Dann brauchen wir noch ein zweites Secret-Ref. Das nennen wir Keycloak. Ui. Hui, Keycloak Secret. Und das darf auf gar keinen Fall optional sein, das brauchen wir nämlich auch. So, hier jetzt keinen Mist gemacht, das sieht sehr gut aus. Tak, 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 tak. Und jetzt müssen wir noch eine Kleinigkeit extra machen. Dieses Image hier liegt ja in unserer eigenen Registry. Das sieht man daran, dass vor dem Namen des Images mit Slash die Adresse der Registry angegeben wird. Das heißt, das ist kein Default, das ist private und nicht public. Das heißt, man braucht hier ein Login. Das Login, was wir für unsere Registry eingestellt haben. Das werden wir auch in einem Secret abspeichern. Und das muss man hier aber unter einem anderen Key-Value-Paar ablegen. Und zwar unter Image Pull Secret. Und da sagen wir jetzt, wie das heißt, und sagen, das ist unsere Registry. Das müssen wir jetzt natürlich gleich alles noch im Rancher einstellen, das haben wir noch nicht gemacht. Aber wir können es hier schon mal hinschreiben. So, damit haben wir den Dienst definiert, den wir jetzt gerne auf irgendeine Art und Weise irgendwie ausrollen möchten. Das heißt, jetzt würde da hier unter Workloads, zum Beispiel hier bei Testing, neben der Mongo ein zweiter Dienst auftauchen, der App-Backend heißt. Na? Und wenn wir jetzt irgendwie ein Frontend haben wollen würden, müssen wir ja da irgendwie drauf zugreifen können. Das heißt, wir müssen da jetzt auch so einen Service definieren, wie wir das hier vorher auch gemacht haben. Na, hier so ein Headless-Service. So eine Cluster-IP, hier sowas hier. Ne? Sowas hier müssen wir definieren. Das macht man dann wiederum hier auch in einer zusätzlichen Datei. Die nennt man einfach service.yaml. Der definieren wir jetzt ganz großartig auch wieder. API-Version. Hier muss es V1 heißen. Bitte fragt mich nicht, warum
Kubernetes das nicht eindeutig hinkriegt. Kind ist auf jeden Fall ein Service. Dann fängt man wieder mit Metadata an. Das nennen wir jetzt auch App-Backend. Ne? Ihr erinnert euch, ich habe die Services hier immer exakt so genannt wie das Workload, auf das sie verweisen, damit man das gleich zuordnen kann. Das muss natürlich in einem Namespace sein, bitte in Testing. Dann braucht das wieder Spec. Damit beschreiben wir jetzt, was passiert hier wirklich. Und die haben das jetzt ein bisschen seltsam gelöst, damit das headless ist. Na, früher gab es nur diese Cluster-IPs, weshalb man hier immer so eine Cluster-IP angegeben hat. Da schreibt man jetzt None und dann weiß Kubernetes, ah okay, das soll eine headless sein, der braucht keine ID. Das muss man hier auch so doppelt machen aus Gründen, muss man hier noch IPs schreiben und None. So, und jetzt ist das ein Headless-Dienst. Jetzt legt er keine interne IP dafür an, sondern macht in dem DNS, in dem Core-DNS, was in Kubernetes läuft, macht er jetzt so ein, wie so eine Art Domain-Namen-Eintrag und sagt, unter dem App-Backend erreichst du folgenden Dienst. Mehr macht er. Also, Achtung, ist wieder vereinfacht ausgedrückt, es ist ein bisschen komplizierter, aber vereinfacht gesagt ist das hier ein DNS-Eintrag, ein interner. Deswegen müssen wir jetzt hier auch Internal Traffic Policy sagen, dass das nur im Cluster ist. Das ist kein öffentlicher Traffic, der darf hier nur im Cluster laufen. Das bedeutet, diesen Headless Service darf nur ein Dienst zulaufen, darf nur ein Dienst anfragen, der auch in unserem Cluster läuft und sonst nirgends. Ist wichtig, ganz wichtig. Dann sagen wir hier mit IP Families, dass das Ding bitte eine IPv4 sein soll. IPv4, ich habe mich verschrieben. Bitteschön, Families, IPv4. Dann muss man hier so eine IP-Family-Policy noch mit angeben. Da sagt man Single-Stack. So, haha. Wer weiß, was ein Single-Stack und ein Dual-Stack ist? Weiß das jemand? Hier ab, Kopfnicken, schütteln. Also, ja, das kennt man vielleicht von zu Hause, wenn man zum Beispiel damals Unity Media hier hatte, dann hat man eine IP6-Adresse bekommen und das war ein Dual-Stack-Lite. Das bedeutet, man hat eine IP4-Adresse und teilt sich, man hat eine IP6-Adresse und teilt sich eine IP4-Adresse mit einem Pool von ganz vielen anderen Leuten. Und ein richtiger Dual-Stack bedeutet, ich habe eine IP4 und eine richtige IP6. Und Single-Stack heißt, ich habe nur eine von beiden. Und das ist hier bei uns IP4. Mehr heißt das nicht. So, dann müssen wir sagen, unter welchen Ports das Ding hier laufen soll. Machen wir jetzt ein Name für, das soll bitte der Default-Port sein. Und zwar möchte ich, dass der, na, wer weiß das noch, unter welchem Port läuft Nest.js? Hat sich das einer gemerkt? 3000. Ja, Max sagt es richtig, unter 3000. Das Protokoll soll bitte TCP sein. Hier können wir natürlich auch UDP angeben. Ne? Und der Target-Port soll bitte auch 3000 sein. Uiuiui, dicke Finger. So, dann müssen wir hier auch wieder einen Selector angeben. Das ist natürlich wieder der hier. Und als Type gibt man hier noch die Cluster-IP an. Oh, mein Gott, super kompliziert alles. Es wird einfacher, wenn wir das gleich starten. Naja, und jetzt brauchen wir das für die anderen auch noch. Das heißt, wir kopieren den ganzen Drust hier. Steuerung C, Steuerung V, Steuerung V, Steuerung W, Steuerung W, Steuerung W. Markieren, Enter. Und der einzige Unterschied ist, dass wir jetzt hier aus Testing Staging machen. Kommen jetzt hierher. Staging und Staging, Staging, Staging. Das machen wir hier auch. Staging, Staging. Ohne V, zack, zack. Das machen wir hier auch bei Production. Hierhin. Production. Kopieren. Production, Production, Production. Sieht gut aus. Production, Production, Production. Großartig, zack, zack, Steuerung W. Ah, so, jetzt können wir weiter mit unseren YAMLs machen. Das Argo machen wir mal zu. So, jetzt habe ich ja eben gerade gesagt, damit wir das jetzt anstoßen, muss unsere CI das irgendwie machen. Die muss jetzt irgendwie hier sagen, okay, ich möchte jetzt bitte, dass das Kubernetes die neue Version deployed bekommt, wenn ich
auf dem Dev was gemacht habe, soll das in Testing und Staging passieren. Und wenn ich das auf dem Master mache, beziehungsweise Main, soll das bitte in Production passieren. Das heißt, erstmal machen wir hier oben das If weg. Das brauchen wir nicht. Das Publish soll bitte immer laufen. Ich möchte immer, wenn ich auf Dev oder auf Master oder auf ein Feature oder whatever irgendwas mache, dann möchte ich bitte, dass das Ganze gebaut wird. Also, er läuft hier sowieso nur auf Master und Dev. Das haben wir oben eingestellt. Rumpelipumpel, wie der Chef immer so schön sagt. Ich muss ganz kurz gucken, ob ich wirklich jetzt nichts vergessen habe. Wenn das nicht funktioniert, sitzen wir hier stundenlang dran und das kriegen wir nie wieder repariert. Gut, sieht alles richtig aus. So, jetzt machen wir hier einen neuen Job und nennen den... Wo habe ich das denn prägenannt? Bin ich dämlich? Das ist Post-Publish. Eieiei. Post-Publish. Dev. Das soll also passieren, wenn wir auf einem Dev-Branch sind. Da müssen wir wieder dieses Runs-On machen, damit er auch wirklich unseren Runner verwendet. Muss man hier Self-Hosted und Default angeben. Und das nicht wie ich falsch schreiben, sondern richtig. Und bitte ohne Ons. Eieiei, es ist spät. Dann mit Needs sagen wir, führ das bitte nur aus, wenn der Published-Job funktioniert hat. Und der Published-Job funktioniert nur, wenn der Test-Job funktioniert hat. Das heißt, wir ändern wirklich was an unserem Cluster. Erst dann, wenn das wirklich getestet wurde, wenn das wirklich funktioniert hat, das zu bauen und dass nicht irgendein wirklich seltsames Zeug passiert. Na? Dann sagen wir jetzt if, naja, wir wollen das ja jetzt hier nur, wenn das irgendwie auf dem Dev passiert. Das macht man über github.ref-name. Das ist der Name des Branches, auf dem aktuell dieses Workflow-Work-Ding ausgeführt wird. Das soll mit Dev sein. Dann definieren wir jetzt die Steps, die dabei geschehen sollen. Ihr erinnert euch, die Jobs laufen sequenziell und die Steps können parallel laufen. Bullshit. Die Jobs laufen parallel und die Steps laufen sequenziell. Danke, dass ihr mich darauf hingewiesen habt. So, da muss man am Anfang auch immer erstmal einen Checkout machen. Wir müssen uns ja das Repo wiederholen. Dann müssen wir uns diese Version hier wiederholen. Ihr seht, warum man das in eine Action verpackt, damit man den ganzen Scheiß hier nicht jedes Mal neu kopieren muss. Aber das hat die Welt ja gesagt, darf nicht passieren. So. Jetzt haben wir die Version wieder. Jetzt möchte ich bitte dieses Kubernetes updaten. Deswegen nennen wir das jetzt hier Update. Kubernetes Manifest. Diese YAMLs heißen Manifest-Files for Testing and... Nö. For Testing Environment. So. Dem Ding geben wir auch wieder eine ID und nennen das Update Image Test. Dann sagen wir uses, ich benutze jetzt eine andere Action von jemand anderen und das ist diese hier. Die macht das nämlich für mich. Ha! Der muss ich jetzt mit with nur sagen, ja, einmal, wo liegt diese Datei? Manifest pass. Naja, aber ja gesagt, unter argo slash testing slash deployment.yaml und fragt mich nicht, warum das funktioniert. Das funktioniert, diese Action geht. Den Pfad findet er, diesen Pfad hier oben nicht. Es ist mir ein Rätsel, ich weiß es nicht. Das geht auf jeden Fall. Und dann muss man ihm hier sagen mit Container Name. Oh, was ist denn jetzt der Container Name? Es ist auch alles kompliziert, wir müssen hier nochmal reingucken. Der Container Name, das hier ist der Container und das ist der Name des Containers. Nach dem suchen wir. Das Ding sucht also hier die Liste, weil das können nämlich mehrere Container sein. Wir können ja einen Pod mit mehreren Containern ausstatten. Ne? Das kann dann irgendwie der Dienst sein, da kann dann doch ein Proxy-Sideguard laufen und deswegen muss man ihm hier sagen, bitte such nach diesem Container mit dem Namen. Und dann sucht er automatisch hier nach dem Image und passt das hier und ersetzt hier hinten die Version. Hey, Freunde, ist alles schwierig. App Backend. Boah. Lasst mich hier das hier einmal ganz kurz. Das sieht großartig aus. Eins habe ich hier vergessen, wir müssen ihm noch sagen, wo er das neue Image herkriegt. New Image Tag. Ne, also, die neue Version. Naja, neue Version haben wir gelernt, kriegen wir so. So. Die Action macht jetzt nichts weiter, als in dem geklonten Repository, in unserem GitHub Runner, ändert er in der Datei dieses Versionstag
von dem Deployment-YAML-Manifest Kubernetes-Gerät. Das ist jetzt aber noch lokal in diesem GitHub-Runner. Das muss irgendwie noch in das Remote-Repository. Das heißt, diese Action hier, die muss pushen. Eieiei. Oder anders gesagt, das Ding muss committen. Commit Changes. Eieiei, ich habe gesagt, heute wird's wild. Ich habe noch nicht eine Folie gezeigt. Es wird großartig. So, jetzt machen wir hier git config minus minus local user.email 1337 plus GitHub. Ihr könnt euch hier eine beliebige Nummer aussuchen. Minus actions bot at users.noreply.github.com. Das ist eine Default-E-Mail, die hat GitHub, die haben die großen Götter uns gegeben, die dürfen wir so viel benutzen, wie wir lustig sind. Und mit der kann man sagen, ja, da hat gerade irgendwie eine CI-Bot, hat da gerade irgendwas committed, das war keine Person, sondern das war meine CI. Hat das Internet sagt, dass man soll das so machen. Und wenn das Internet das sagt, muss das richtig sein. Wie gesagt, hier oben diese Nummer, nehmt irgendwas, keine Ahnung, nehmt euer Geburtsdatum, na, nehmt nicht euer Geburtsdatum, das kann ja jeder, ja, nehmt eure Bankleitzahl und eure PIN oder sowas. Mal gucken, wie viele das machen. So, dann müssen wir ihm hier noch git config minus minus local user. Ohne Bindestrich user.name und das hier ist der GitHub minus actions in Klammern bot. Naja, mit dem Namen taucht das Ding dann gleich in dieser History auf, wenn der was tut. So. Jetzt kommt nur noch der normale Git-Kram. Git commit minus m update. Wow, update Kubernetes Manifest Testing. Das ist lovely. Minus a. Ja, ist das lovely? Ich kein Bock Mist erzählt. Ja, das ist lovely. Ne? Ja, ja, doch, ja, ja, nein, doch, 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 doch. So, das haben wir committed, jetzt müssen wir das doch push changes. Da nehmen wir auch wieder uses, eine großartige Action für, und zwar diese hier von Mr. AD-M, wer auch immer das ist. Grüße gehen raus an dich, vielen Dank. Greetings on you, with, jetzt muss man ihm sagen, oh, jetzt wird's wild, GitHub-Token. Der braucht jetzt einen Token, dass er das überhaupt darf, und da gibt es ein vorgefertigtes, genau dafür, das wird in die Secrets injected, steht da aber nicht, das heißt secrets.github-token. Das ist ein zur Laufzeit generiertes Token, was einem Workflow erlaubt, in das Repository, in dem es selber läuft, zu pushen. Ne, damit ihr nicht einfach mit eurer Work und damit ihr nicht mit eurer Action in ein anderes Repository pusht, weil ihr könnt ja hier beliebiges auschecken, kann man da dieses GitHub-Token, gibt es dieses Token, damit du halt nicht einfach, damit ich nicht anfange, irgendwas bei Max in seinem Ding über Websockets zu verändern oder sowas und da irgendwas reinkommitte, was nicht erlaubt ist. Deswegen muss man dieses Token da angeben und das wird von GitHub uns zur Verfügung gestellt. Da kann man auch ein Personal Access Token machen, wer sich damit auskennt, go for it. Hatte ich keinen Bock drauf. Dann müssen wir ihm noch sagen, auf welchem Brunch, also welches Brot wir hier beschmieren wollen. Naja, und den kriegen wir über github.ref. Ne? Refname ist der Name des Branches und ref ist die Referenz auf den Branch allgemein, die der hier braucht. Eieieiei. So, richtig, was habe ich vergessen? Ich habe eben gerade gesagt, ich wollte, wenn wir auf dem Dev irgendwas bauen, das Testing und das Staging bauen. Ja, das habe ich nicht gemacht. Deswegen kopieren wir das hier nochmal. Nehme ich noch eine zweite von. Oh, ich habe es befürchtet. Alles ist kaputt. Einrücken. Und for staging. Bap, 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 bap. Testing. Staging. Bap, 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 bap. Manifest. Testing. Slash. Staging. Ha. Ne? Wenn wir auf dem Dev irgendwas getan haben, dann möchte ich bitte für das Testing und das Staging Environment was bauen. Ja, normalerweise macht man das nur bei Pull-Requests und bei Features, aber ich habe, weil
Unser Runner hier hat limitierte Ressourcen, wie immer das so ist. Der kann nicht irgendwie für 22 Studis nach jedem scheiß Push irgendwie hier anfangen rumzurödeln wie so ein Großer. Deswegen machen wir das nicht. Wenn man das richtig macht und man hat unendlich viel Ressourcen und man hat irgendwie seine schwarze Kreditkarte bei Amazon hinterlegt, dann ist das alles kein Problem. Dann kann man das gerne machen. Wir machen das jetzt erstmal nicht. Hui. So, wir haben Post-Publish-Dev hingekriegt. Der ein oder andere findige, zuhörende Studierende, dem sollte natürlich vollkommen klar sein, dass wir jetzt auch noch Post-Publish-Master brauchen. Runs on. Ich kopiere das, weil ich eine faule Sau bin. Ist sowieso das gleiche. Wieder hier das hier. Bis zu den Steps. Bis zum Checkout. Bis zur Version. Ja, jetzt machen wir mal einen Trick. Kopieren das hier blockweise komplett. Ach, da macht er die Einrückung nicht kaputt. Machen hier auf Dev Master. Sagen auch wieder, ne, nur wenn das Publish funktioniert hat, sonst machen wir hier überhaupt nichts. Holen uns die Version davon, checken das ganze Gerät aus. Und jetzt möchte ich, dass er das für Testing, Staging und Production baut. Wäre ja doof, wenn wir das jetzt wieder mit Testing und Staging vergessen, dann würde er ja nur Production bauen. Das würde bedeuten, dass wenn wir was auf den Master pushen, die anderen nicht mit geupdatet werden. Das wäre irgendwie echt scheiße. Dann das will man nicht. Deswegen kopieren wir das ja einfach viel, noch viel mehr, noch viel, viel mehr. Einfach alles. Zeitloser Schönheit. Testing, Staging, Committen. Wir machen hier jetzt noch Production draus. Das hier ist gerade nur ein Autismus-Move von mir. Ich finde das nicht schön, wenn da keine abschließende Zeile ist. Das ist, seht es mir nach. Wir kopieren uns das hier. Zack. Zack, zack, zack. Ach, du dreckiger. Machen hieraus ein Production. Ja, ich weiß, diese Skripts sind irgendwie unfassbar unübersichtlich, aber wir müssen da einmal durch. Production. Ah. Oh, Freunde, glaubt ihr mir, dass das funktioniert? Ich glaube selber irgendwie nicht. Aber there's only one way to find that out. Drücken hier mal auf Quellcode, sagen hier auf Feed, CD, Add CD, Configuration. Ohne Enter. Los. Ja. Abfahrt. Komm, tu es. Saftig. Gucken wir mal, wie das jetzt hier passiert. Oh nein, er ist direkt rot. Ha, guck mal. Der sagt uns, dass ich zu dämlich bin, was in der Main-YAML zu machen. Ist das nicht großartig? Der validiert das für uns. This workflow is not valid. Line 70, Column 30, the Identifier Update Image Test may not be used more than once within the same. Also genau den gleichen Fehler hatte ich auch, als ich das vorbereitet habe. Ich lerne nicht aus meinen Fehlern. Mein Gott, ist das traurig. Er sagt, ich darf hier das nicht irgendwie. Was ist denn mit mir? Ich darf ja nicht Steps einfach gleich benennen. Deswegen ist das hier Update Image Staging natürlich. Aber in einem anderen Job darf ich das schon. Das heißt, hier darf ich aus dem. Ja, hier, nein, doch, hier ist es Production und hier ist es Staging. So, ja, den gleichen Fehler hatte ich auch gemacht. Fix, CI, Correct, Duplicated, Steps, ID. Ach, großartig. Diese bösen, bösen Stief-IDs. Ist aber was. So. Committe, pushe, großartig. Ah, jetzt ist das gelb. Ah, ich liebe es. Das ist schon mal besser. Jetzt heißt das, der tut was. So, Test läuft. Bin paranoid, lass da noch mal reingucken. Ich weiß, wir haben die Tests nicht angefasst. Eigentlich dürfte hier mal so überhaupt nichts funktionieren. Nichts schief gehen. Es sollte immer noch alles funktionieren. Hier dürfte gar nichts gehen. Eieiei. Ah, großartig. Das lief durch.
Publish dauert wahrscheinlich wieder ein bisschen länger. Oh, ich habe ihn angepöbelt, es ging schneller. Oh, jetzt kriegen wir das ja auch mal alles zu Gesicht. Ach, herrlich. Ja, normalerweise geht das immer so. Dürfte allerdings ein bisschen schneller gehen, weil ja, er baut das Image jetzt zwar schon neu, aber er muss es nicht nochmal hochladen, weil der gleich sehen wird, oh, das gibt es ja schon mit dem Tag. Da muss ich nichts machen und dann rennt er da relativ schnell durch. Und ganz interessant ist hier an der Stelle dieses npm install. Das, was gerade läuft, ist aus dem Build Stage, also aus dem ersten der beiden Images. Und das zweite, wo wir dann das only prod sagen, das geht viel, viel schneller. Ne, weil der irgendwie nur ein Drittel der Dependencies runterladen muss. Oh mein Gott, und wir haben schon fast 3 Uhr und ich habe noch nichts Neues angefangen. Freunde, ich muss heute überziehen, es tut mir wirklich leid, aber wir haben einen straffen Zeitplan. So, ne, das ging super schnell. Publish hat er fertig. Das Post-Publish-Dev hat er übersprungen, weil wir auf dem Master gemacht haben. Ne, wir haben auf dem Master was gemacht, deswegen hat er das Dev übersprungen. Ich hasse ihn. Naja, jetzt sagt er uns, Container Definition is missing. Container Name. Laber mich nicht voll. Was ist mit ihm? Na, hab ich mich so hart verschrieben? Aber jetzt, diesmal, hier ist wirklich ein Validator. Also, da ist mal wirklich einer hinter, der guckt, ob man hier irgendwie Schmu macht. Wir gucken hier nochmal mit scharfem Blick hinein. Das hier ist der erste for Testing. Das heißt, das ist dieserjenige welche. Argo Testing Deployment YAML. Das ist irgendwie gleich. New Image Tag. New Image Tag. Container Name. App Backend. Ja, das sieht mir irgendwie so aus, wie das sein muss. Nee. Aha, wir gucken mal. Nicht, dass ich hier die Einrückung kaputt gemacht habe. Ich glaube, ich habe die Einrückung kaputt gemacht. Das ist aber nicht schlimm. Ich mache jetzt was ganz Wildes. Steuerung A, Steuerung C, Steuerung A, Steuerung V. Machen wir das mal kurz weg. Machen hier aus Regis. Ja, irgendwie sieht das jetzt anders aus. Steuerung C. Z. Ah, hier seht ihr, hier ist ein Einrückungsfehler. Ich habe gesagt, die Einrückung ist wirklich, wirklich wichtig. Das ist echt ätzend. Aber wenn man die falsch macht, dann hat der hier einfach keine Lust zu funktionieren. Dieses Spec hier, das muss einmal eingerückt werden. Das hier muss alles einmal eingerückt werden. Und das Back hier ist aber richtig. Oder? Was ist dein Problem? Of desired behavior pod more information. Pod, ja, ich will wissen, was dein Problem ist. Halt, wir können doch hier Problems irgendwie aufmachen. Probleme. Missing property containers. Aha. S. Oh. Großer Mann. Großartig. Ja, jetzt macht er das, jetzt validiert er das hier auch und sagt es plötzlich, oh, more container do not have resource limits. This could stop other processes. Was der jetzt gerade sagt ist, oh, Digga, wenn du das jetzt aber ohne Limitations startest und du hast da so ein Java-Backend, wo du irgendwie Arbeitsspeicher 32 GB eingestellt hast, dann nimmt der sich das auch. Und dem ist das egal, ob der Node nur 4 oder 6 hat. Schwierige Nummer. Ignorieren wir aber. Ja, das sieht besser aus. So, Steuerung A, Steuerung C. Steuerung A, Steuerung V. Staging. Ja, ich ändere das jetzt nochmal alles. Tut mir leid. Das hätte mir vorher auffallen müssen. Ist es natürlich wieder nicht. Aber das gehört dazu. Das ist Teil der Show. Ihr macht diese Fehler bitte nicht nach, weil ihr guckt euch dieses Video selbstverständlich bis zum Ende an. Und dann fällt euch auf, oh ja, der Sepp ist behindert. Kriegt es noch nicht mal hin, von seiner eigenen Lösung das ordentlich abzuschreiben, weiß auch nicht, was mit dem ist. Aber ich mache diese dummen Fehler selbstverständlich nicht. War viel besser. Steuerung W, Steuerung W, Steuerung W. Zack. Fix. CI, CD.
Unproud. Oh, hallo! Unproud. Schreibt man das so? Nein. Hm. Typos. So. Eieiei. Schon 13 Uhr. Hm. Eine Stunde werden wir wohl noch brauchen. Gucken wir ja nochmal hin. Bitte, große CI-Götter. Wenn ihr das zu Hause irgendwie ultra Probleme mit dieser CI habt und ihr keine Lust habt, ständig darauf zu warten, ob das hier durchläuft oder nicht, dann gibt es auch einen Local Workflow Runner. Wenn ihr einfach nach GitHub Workflow Local sucht, dann findet ihr eine Beschreibung von GitHub, die euch zeigt, wie ihr das lokal auf eurem Computer debuggen könnt. Dann müsst ihr nicht mehr warten, bis sie durchläuft, sondern der simuliert das Verhalten mehr oder weniger bei euch in einem Docker-Container, der bei euch läuft. Und dann müsst ihr nicht immer auf diesen großen Runner hier warten. Das geht dann deutlich schneller. Ne? Das, ja, vielleicht poste ich das nachher nochmal in das Discord. Ist das ein Repo? Das ist ein Repo, ja. Es wurde gerade gefragt, ob das ein Repo ist. Ja, das ist ein Repo. Das ist ein Docker-Image am Ende nur. Ja, das ist parat. Ja. Das Act. So. Ich will doch nur, dass das einmal läuft. Freunde, mehr will ich doch gar nicht. Wir müssen gleich das Argo noch einrichten. Das wird auch noch Spaß. Aber dann haben wir es fast geschafft. Dann müssen wir gleich noch Secrets einrichten und dann haben wir es wirklich geschafft. Dann kann ich die Folien aufmachen. Ja, genau. Oh, so, ja, den überspringt er. Hier tut er. Checkout. Get. Oh, er tut so unfassbar Dinge. Ja, er hat das gemacht. Ha, fertig. Das war ja wahnsinnig. Das lief einfach durch. Er hat das einfach gemacht. Na, gucken wir doch mal. Dann müssten wir ja jetzt hier, wenn wir ein SourceTree. So, ich kann mit diesem Ding hier nicht umgehen. Das ist, ich bin so ein Clicky-Bunty-Mensch. Ich bin so jemand, der braucht das. Na, nun tu nicht so. Ah ja, ich müsste ja auch mal auf History anfordern. Da, Update Kubernetes Manifest Testing Station Production. Und das wurde hier von dem... Das größer machen, kann ich selbstverständlich nicht größer machen, aber was da jetzt steht, ist, dass das hier von dem GitHub Actions Bot gemacht wurde, also dem, den wir eben gerade benannt haben. Mein Gott, danke, das hat funktioniert, wir können weitermachen. Gut, jetzt haben wir tatsächlich mal endlich alles fertig konfiguriert, was wir in diesem Repo konfigurieren müssen, damit das funktioniert. Seht, es ist ganz einfach und intuitiv. Jetzt müssen wir in unserem Rancher auch noch ein paar Sachen einstellen. Wir haben ja jetzt eben gerade hier zum Beispiel nicht nur zum Beispiel, sondern auch ganz tatsächlich, einmal hier dieses Image-Pull-Secret verwendet. Das legen wir als allererstes an. Dafür gehen wir hier auf Storage, Secret. Habe ich das jetzt richtig gesagt? Storage, Secret? Ja, habe ich. Nein? Doch. Ja? Was? Doch. Wirklich? Ja. Was? Ja, habe ich. Create. Und dann gibt es hier schon fertig vordefiniert so ein Registry-Type. Den nehmen wir. Darauf achten, dass der bitte hier in dem Testing-Namespace ist. Den nennen wir jetzt einfach Registry. Ihr dürft den jetzt nicht plötzlich sowas wie MyRegistry nennen, ne? Weil wir müssen den genauso nennen, wie wir das hier in dem Skript definiert haben. Wichtig, ganz wichtig. Registry, Registry. Das soll bitte, also hier könnte man zum Beispiel auch schon das Artifactory auswählen, wenn man denn genug Speicher hätte, um das zu benutzen. Wir machen Custom und sagen dann hier Registry, registry.sec.devops.uniks.de. Bei euch ist das Sec ersetzt durch was auch immer das ist, was ich euch geschickt habe. Da muss kein HTTPS vor, das ist schon mal gut. Das Username ist der Admin. Ah, das wird ausgegraut, sehr gut. Das Passwort nehmt ihr selbstverständlich, wie ich hier aus meinem großartigen KeyPass. Jetzt muss ich aber das Richtige nehmen. Alter, das da zum Beispiel. Und Create. Na, jetzt ist hier im Namespace Testing. Hier gibt es jetzt dieses Registry. So, das Ding klonen wir einfach.
machen das in Staging, nennen das wieder Registry, Registry, holen uns das entsprechende Passwort, kopieren das hier rein, Create, nicht speichern, gucken, ist das auch wirklich in Staging angekommen, großartig, klonen, Registry, Production, Custom, Passt, Create. Nice. So, das haben wir schon mal geschafft. Ah, ein Schritt näher gekommen. Was brauchen wir noch? Naja, gucken wir in unser großartiges Skript rein. Wir brauchen irgendwie diese Mongo-Secrets und diese Keycloak-Secrets noch. Also machen wir das. Create. Solche Secrets legen wir hier wieder bei dieses Unaussprechliche an. Opaque. Gott weiß, wie man das ausspricht. Eieiei. Es ist wie Kubernetes. Keiner weiß, ob es Kubernetes oder Kubernetes oder Kubermapfis. Was weiß ich? Das weiß auch irgendwie keiner. Man lobe Docker, das ist irgendwie ganz einfach. So, wir wollen zuerst Mongo anlegen. Mongo Secret. Wie viele brauchen wir denn da? Was brauchen wir denn da? Eins nur. In unserem Dienst gleich müssen wir uns ja mit der Datenbank verbinden und das macht man über so eine Datenbank-URI in der Regel. Die funktioniert ungefähr genauso wie HTTPS und alle anderen URIs auch. Ich zeige euch das mal. Das nennen wir jetzt Mongo-URI. Das fängt ja immer an, dass man sagt, welches Protokoll man haben möchte. Das ist in diesem Fall MongoDB, /. Dann sagt man mit admin /Passwort, wie man sich anmeldet. Also das muss natürlich ersetzt werden mit den richtigen Dingen, die ich hier gleich reinkopiere, damit ihr das nicht seht. Dann sagt man @ Mongo, das ist der Name des Service, den wir das letzte Mal angelegt haben, mit dem dann unser Backend-Service über das Domain-DNS-Geraffel auf den eigentlichen Mongo zugreift. Doppelpunkt den Port. Relativ einfach. So, jetzt muss ich hier ganz schnell umschalten und hier das Passwort eintragen. Das dürft ihr aber nicht sehen. Ihr werdet das Wort Passwort selbstverständlich durch euer eigenes Passwort ersetzen. Und damit ich euch hier nicht alles forttatze, mache ich jetzt hier einfach Create. Also ich klone das jetzt auch einfach nur, aber ich zeige euch das jetzt nicht, damit ihr die Passwörter nicht seht. Mongo Secret. Ja, Mongo Secret, Clone, Testing, Staging. Bitte dran denken, das immer gleich zu benennen. Mongo Secret. Herr Künzmann, werden Sie wohl Ihr Gesicht dort wegnehmen, wo dieses Passwort steht? Nein, gucken Sie in die Regie. Okay. Eine Unverfrorenheit, also wirklich. Entschuldigung. Mongo Secret. Flap, 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 flap. Ihr kriegt auch das gleich wieder großartig zu sehen. Lasst mich das jetzt hier nur ganz kurz machen. Mongo Secret und in Production. Danke. Jetzt sieht man es ganz. Sehr gut. So, die andere Umgebungsvariable, die wir auch noch brauchen, ist das Keycloak Secret. Ja, alles klar. Create, unaussprechlich. Keycloak Secret. Was sagt meine schlaue Anleitung, brauchen wir da? Okay, da brauchen wir auch eine Keycloak URI. Da brauchen wir ein Keycloak unaussprechlich. Eine Keycloak Client ID, ob das Realm oder Realm, ich weiß bis heute nicht, wie man es ausspricht, habe schon alles gehört. Amis und Briten schlagen sich bis heute. Das hier ist dann keycloak.sec.devops. Oh, scheiße, ich habe das DevOps. Ich habe das, glaube ich, überall vergessen, oder? Warum passt denn keiner auf? Mein Herz, ich dachte gerade, ich hätte es vergessen. Na gut, das hätte etwas gewesen, wo man wirklich lange suchen muss. Wirklich lange. Richtig lange. Genauso, dass man hier das /out nicht vergisst. Ist auch, also, auth. Ganz, ganz wichtig, dass man das nicht vergisst.
So, das Realm nennen wir mal die Demo wollte ich euch ja so eine Touristen-App mal bauen. Machen wir Tourist, wir wollen ja Asgard besuchen. Client-ID, was das ist, das, ich erkläre das nachher noch, was das alles ist, da kommen wir noch zu. App-Backend. Und das Secret darf ich euch nicht zeigen. Das geht euch. Ah! Grrr, das kann ich auch noch gar nicht einstellen. Das ist aber egal. Und dann machen wir jetzt mal was richtig Wildes. Da schreiben wir einfach Secret rein. Create. Dann kann ich das hier auch einfach wieder. Oh, das ist noch ganz unten. Jetzt ist das hier natürlich auch gleich wieder doppelseitig. Es will man mehr. Warum ist das hier nicht? Habe ich das denn jetzt angelegt? Mashallah, wo bist du? Da. Keycloak Secret. Clone. Keycloak Secret. Staging, create. Staging, clone. Keycloak Secret. Testing, create. Boah, so. Oh, wir haben es fast geschafft. Wir haben es fast geschafft. Falsch gesehen oder war der Keycloak Uri was Falsches drin? Es wurde gerade gefragt, ob in der Keycloak Uri was Falsches drin ist. Wir können mal kurz bei dem Production gucken. Was soll da falsch drin sein? In der Production was? Keycloak.st. Nee, sorry, ich hab's mal anders angeordnet. Okay, er hat es anders angeordnet. Einwände wurden zurückgezogen. Sehr gut. Okay. Jetzt haben wir es fast. Ich sage vorsichtig fast. Lasst mich ganz schnell schauen, ob ich hier wirklich alles richtig achte. Ja, okay, gut. Also, wir gehen jetzt in das Argo. Argo.sec.devops.uniks.de. Du dreckiger, elendiger, mach das gefälligst HTTPS hier. Niemanden bei der CIA geht hier an, was ich mit dieser verdammten Krake da anstelle. So, dann nehmen wir das Argo-Login. Was? Invalid Password? Laber mich nicht voll! Ach, scheiße. Ach, da hat er irgendwie echt recht. Wenn man so eine Meldermeldung kriegt, man kann sich das Passwort dann hier über ein Blablas, Deutsch, Secret, Argo, hier gibt es ein Initial Password, Copy, einfügen, Sign in. Jetzt geht das. Was? Oh, jetzt werde ich nervös. Das Passwort da. Doch, doch, das ist das doch. Das Ich möchte. noch. Kopiert. Einfügen. Sign in. Hä? Oh, mach mich nicht schwach, ey. Wir machen mal was ganz Verrücktes. Argo Server. Redeploy. Vielleicht habe ich irgendwas geändert aus Gründen und der hat das hier noch nicht so ganz mitgekriegt. Sagen wir ihm einfach mal, er soll das nochmal alles neu laden und hoffen, dass das funktioniert. Der jetzt hier gestartet. Oh, sieht irgendwie gut aus. Einmal aktualisieren. Das alte weggeworfen. Nee, hat er nicht. Ah, jetzt hat das weggeworfen. Hier einmal kurz erneuern. Das ist jetzt ja mal richtig blöd. Habe ich hier jetzt seltsame Dinge gemacht? Das hier, kopieren wir uns das nochmal. Dann machen wir mal was ganz Verrücktes. Ich mache euch hier weg. Und gucke mal ganz, ganz kurz. Ja, das ist das. Jetzt mache ich euch hier wieder hin. Es gibt ja hier noch ein. Ist ja noch ein Admin-Passwort. Nehmen wir doch mal das hier. Gucken, was passiert. Alter, warum nimmt er das denn nicht? Das ist ja eine Sau. Ich mach das mal gerade. Ich glaube, ich habe das Secret hier geändert, weil ich irgendwie dachte, ich bin klug. Bin ich aber nicht.
Was aber nicht schlimm ist, weil man müsste sich hier eigentlich irgendwie... Ja. Kann ich das alte wiederherstellen? Das ist ja jetzt richtig mies. Verdammte Axt, warum geht das nicht? Vielleicht können wir hier unter Installed Apps, gibt es doch irgendwo, ach nee, das Argo war ja hier so ein, war das ein Stateful Set? Ja. Kann ich dich nicht einfach redeployen? Also was der jetzt macht, also oh, okay, was ist ein Stateful Set? Eieiei. Ein Stateful Set kommt von dem Helmchart, was wir installiert haben. Und ich habe gerade gesagt, redeploy einfach doch mal alles. Also der hat gerade alle Services von Argo gekillt und neu gestartet. So, die Hoffnung. Was dazu führen sollte, dass der auch die Secrets neu einliest, hoffentlich. Und mich jetzt hier reinlässt. Verdammte Axt, das gibt's doch nicht. Ja, das ist ein Fehler. Ich habe tatsächlich das Secret geändert und habe gedacht, das kriegt er hin. Aber er kriegt es nicht hin. Und ich verstehe gerade nicht so genau, aus welchen Gründen er das nicht hinkriegt. Und das ist eigentlich das... Ich hatte das getestet, da ging das. Ist aber schon das Richtige, ne? Naja, ist schon das Richtige. Wie machen wir das jetzt? Ich zeige euch das einfach auf dem anderen. Das ist nicht problematisch. Wir gehen unter argo.asgard.unikais.de. Das hat ja mal richtig gut funktioniert, nicht? Das ist jetzt einfach nur das Vorbereitete. Da läuft das schon. Damit das aber funktioniert, müsst ihr vorher ein bisschen wilde Magie machen. Und zwar erkennt das Argo aus mir unerklärlichen Gründen das eigene Cluster nicht so richtig. Oder nee, fangen wir mal anders an. Ihr müsst hier... wo steht's denn? Ja, Settings. Also, ne, wenn ihr eingeloggt seid, könnt ihr hier links auf Settings, Repositories. Da müsst ihr einen Link auf euer GitHub-Repository hinzufügen. Ich mache jetzt hier mal das auf mein... auf das hier, dass ich füge das jetzt einfach in diese Argo-Instanz mit hinzu. Das, der wird nichts bauen, weil er das nicht kann, weil ich das Cluster nicht hinzugefügt habe, was ich Alex mal ausprobieren kann, ob das geht. Na, wir probieren das mal aus. Um das machen zu können, braucht man hier, wir machen das über Repo using SSH, da braucht man also einen SSH-Key für. Und den muss man vorher in GitHub hinterlegen. Und zwar unter... Geht ihr hier oben rechts auf euer Profil und dann auf Settings. Und dann gibt es hier links SSH und GPG-Keys. Ne, hier habe ich schon Argo-Key hinterlegt. Und den müsst ihr hier über, drückt dann hier oben auf New SSH-Key, gibt den irgendeinen Titel und kopiert hier den Public-Key. Da müsst ihr den Public Key eingeben. Und den generiert ihr, indem ihr auf Ubuntu geht. Kann man das lesen? Ist das groß genug? Ja, ne? Gut. Den generiert ihr mit sudo ssh-keygen -t ecdsa-b521. Was ist denn jetzt hier mit deinem... Oh... Eieiei. So. Hä? E, C, D... Oh, hab ich das gerade? Euklidische Kurven? E, C, D, S. Ist doch richtig, oder? Das war eben gerade E, C, D, S, A. Ah, S, A, S, A. So, ich will hier... enter the file in which you want to save. Nee, eigentlich nicht. Mach mal root. S, S, H. Argo... Demo. Passphrase brauchen wir nicht. So. Na, jetzt können wir hier unter SSH. Gibt es das nicht, weil ich hier nicht unter Root bin. CD Root. Alter. Su. CD Root. CD SSH.
Ne, da habe ich den anderen schon erzeugt. Da gibt es jetzt eine Pump-Pub und eine normale Argo. Und wenn wir jetzt mal das Argo-Demo-Pump-Pub ausgeben, fängt er hier mit ESCDSA, bla bla. Das kopiert man ungefähr so mit Rechtsklick und packt den hier rein. Was ich nicht mache, weil ich schon einen habe. Und benennt den irgendwie. Und dann kann man hier auf Connecting Repo Using SSH gehen, gibt dem Ganzen hier einen Namen. Wie habe ich das andere genannt? Habe ich auch schon App Backend genannt. Ja, dann nennen wir das doch hier mal App Backend-Demo. Das Project ist über das Default. Project ist jetzt nochmal so eine Unterart zur Organisation von mehreren Repositories, die Argo euch bereitstellt. Das Default reicht da aber. Dann brauchen wir hier die Repository-URL. Naja, die kriegen wir dann natürlich hier irgendwie, indem ich jetzt hier das Richtige aussuche. Kassel. Das da. Code. Dann dran denken, ihr müsst hier auf SSH umschalten und das euch kopieren. Und dann hier rein. Und hier kopiert ihr euch den privaten SSH-Key rein. Das findet ihr dann unter ohne, also ne, nur CD, Cut, Argo und ja, ich gebe jetzt hier gerade einen privaten Key aus, was bitte niemals, jemals irgendwann einer macht, aber ich benutze den nicht. Ne, dann kopiert ihr dieses ganze Ding und kopiert das da rein. Ich nehme jetzt aber den ich schon habe, damit ihr den nicht seht, mache ich das hier mal gerade ganz kurz. Und da muss man dann auch nichts weiter mehr einstellen und drückt oben auf Connect. Na, und dann taucht hier das Demo auf und dann sagt er, ja, das hat geklappt. Connection successful. Das war knapp. Na, da wurde gesagt, das muss gecuttet werden, weil man da meinen privaten Key sehen kann. Unhöflichkeit, da war ich zu langsam. So. Das heißt, das Argo weiß jetzt, dass es jetzt irgendwie dieses Repository gibt. Was das Argo noch nicht weiß, ist, dass es das Cluster gibt, auf dem es Dinge tun soll. Hier unter Clusters gibt es das In-Cluster, das aus mir unerklärlichen Gründen nicht funktioniert. Und einmal das Asgard-Cluster, was ich schon eingebunden habe, das andere. Man könnte jetzt meinen, man kann hier irgendwo auf Add drücken und dann geht das. Nein, das geht nicht. Das muss man per Hand konfigurieren. Also richtig wild. Dafür müssen wir hier in das Venture gehen. In das andere Rancher gehen. Das ist ja jetzt Asgard. Ich probiere es einfach mit Asgard aus und versuche. Also das ist jetzt richtig wild, was ich jetzt mache. Ja, ich versuche jetzt gerade das andere Cluster in dieses einzubinden, damit er das da rein deployt, aber es läuft woanders. Also das ist vollkommen okay, das funktioniert. Ne? Also Argo kann auf irgendeinem Cluster laufen und kann andere verwalten. Ne? Man nennt das Multi-Cluster Environment. Funktioniert aber. Hat man mir zumindest versprochen, dass das funktioniert. So, gehen wir hier mal rein, machen das auch mal größer, gehen in Asgard. Und hier wird es das schon geben unter Storage, Secrets. Wir nehmen hier mal Argo, damit das hier nicht so viel ist. Da gibt es ein Cluster Secret. Davon legen wir jetzt noch eins an. Create, PQ, Cluster Secret, New Asgard. Ja, das muss in den Argo Namespace. So, und da schreiben wir rein Name. Hä? Oh. 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 Doch. Oh, doch. Doch. Wartet mal ganz kurz. Ich muss hier mal einen kurzen Blick hineinwerfen. Nicht, dass ich jetzt, und das dürft ihr auch nicht sehen, weil da sind wieder ganz viele Geheimnisse drin. Ja, und das nehme ich hier mal und schiebe mir das rüber. Jetzt seht ihr das nicht mehr, aber ich. Genau. Da muss man jetzt so ein paar ganz fiese Sachen einstellen. Unter Name muss der Clustername, den Clusternamen findet man unter Rancher. Wenn man auf Home ist, das ist das, was hier steht, dieser Name. Bei mir ist das New Asgard. Das muss hier in den Namen.
So, dann brauchen wir den Server. Das ist die Adresse, unter dem das ganze Ding liegt. Hahaha. Die liegt, die bekommt man, wenn man hier oben auf... welcher Knopf ist es? Show, Copy, Download. Ich glaube, Download. Genau. Wenn ich das jetzt öffne, da steht ein Servername drin. Ich muss das, da stehen auch Secrets drin. Das ist gerade ein bisschen kriminell. Das darf ich euch, glaube ich, gar nicht so einfach so zeigen. Deswegen lösche ich den Part hier weg. So, da, also hier unten steht noch mehr, das habe ich jetzt weggelöscht. Was euch interessiert, ist das, was hier unter Clusters, Name, Cluster, Server, das hier. Das müsst ihr kopieren. Und hier unter Server einfügen. So, und das dritte, das ist Config. Da muss man jetzt tatsächlich die ganze Config reinschreiben, und zwar so. Und zwar einmal Bearer und TLS Client. Ich kopiere es. Also, wir wollen, dass das insecure ist. Das ist vollkommen okay, weil sonst wird das hier noch komplizierter. Und jetzt muss man hier so ein Bearer Token angeben. Ja, und wo man das jetzt herkriegt, befürchte ich, muss ich euch zeigen. Das ist aber nicht schlimm. Ich mache das nochmal ganz kurz weg. Ich ändere das jetzt gerade mal ganz kurz. Also man macht das auch über dieses Download Cube Config. Das steht da bei beiden einfach drin. Und ich ändere das jetzt mal gerade ganz kurz zu irgendwas. Das ist das, ne? Kann es mich ganz kurz reinschauen? Nicht, dass ich Bullshit erzähle. Ja, das ist das. Kopieren wir das. Und ich füge das hier schon mal ein. Also ich habe das jetzt schon mal eingefügt und lege das an. Aber ich verändere das jetzt kurz. So, dann kann ich euch das jetzt auch zeigen. Für dieses Token braucht ihr dieses hier. Das ist jetzt kein richtiges, das habe ich gerade verändert. Users, Name, User, Token und dieses Token kopiert ihr bitte und fügt es bei Bearer Token in den Config mit ein. Und dann legt ihr das Ganze an. Nein, ich möchte es nicht speichern. Nein, das möchte ich auch nicht speichern. Das kann weg. Komm her. So, wenn man das gemacht hat, dann taucht das ja hier auf. Und was dann direkt hier beim Argo passiert eigentlich, ist, dass der das recognized und dass der das dann hier hinzufügt. Eigentlich. Ja, doch. Create Secret, Namespace Argo, habe ich gemacht. Ne? Ich bin hier auch auf dem richtigen Argo Asgard. Venture Asgard, Cluster Secret. Na, das hat ja gut funktioniert. Doch, das sieht aber gut aus. New Asgard, Venture, Sec, DevOps, bla bla. Ja, 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 das sieht gut aus. Mal wieder zurück. Mal aktualisieren. Manchmal muss man hier ein bisschen länger aktualisieren. Irgendwann kriegt er das dann mit, dass da ein neues Cluster ist. Oder wir gucken einfach mal. Kann ja hier beim ARGO-CD-Server einfach mal gucken. Was sagt der denn so? Er sagt ganz wildes Zeug, aber irgendwie nicht das, was mich interessiert. Eventuell darf man dieses Secret nur so benennen und dass man das ohne Bindestrich machen darf, was ich eigentlich nicht glaube, weil das irgendwie blöd wäre. Aber er findet das nicht. Das ist ja frevelhaft. Okay, ihr benennt das bitte. Sorry, dass das nicht klappt. Es ist super scheiße, dass dieses Passwort da irgendwie nicht funktioniert. Ihr benennt dieses bitte Cluster Secret und dann funktioniert das. Dann taucht da
hier das Cluster auf und dann können wir hier Apps anlegen. Und das macht man, und diese Apps sind am Ende dann das, was das Deployment machen. Ne? Wir haben alles fertig konfiguriert, so wie ich das sehe. Genau, was ihr hier einfach macht, ist, ihr sagt New App, benennt das, oder wir machen das mal ganz anders, und ich lösche hier mal das Testing weg. Delete. Ich mache das mal im Vordergrund. Ja, App, Backend, Testing. Ich lösche das. Also ist total krass, ne? Was der jetzt auch macht, ist, dass der hier im Rancher losgeht und der löscht mir diese Anwendung weg. Gehen wir jetzt hier mal ins Testing gehen. Testing Tourist. Ne? Der löscht mir das hier. Ne? Der macht das wirklich weg. Das macht er, also das ist der synchronisiert das halt tatsächlich. Das dauert jetzt irgendwie einen Moment. Wie sagt er jetzt Terminating? Das ist dann irgendwann ist das weg. Wir legen derweil jetzt schon mal die App neu an. App Backend Testing. Ihr macht das dann eben für die anderen auch. Ne? Macht App Backend Staging und App Backend Production. Default Sync Policy Automatic. Ohne irgendwas hier anzuhaken. Das hier kann auch alles leer sein. Repository URL. Sucht da halt die aus. Ne? Ihr nehmt, ich kann jetzt ja die andere nicht nehmen, sondern nehme hier das Preset. Lasst das hier bitte auf Head. Und im Pass gebt ihr an, wo die YAML-Dateien liegen. Also hier schreibt ihr dann Argo slash Testing oder Staging oder Production oder was auch immer. Dann hier die Cluster-URL, die sucht man einfach aus. Das ist das hier, es gibt nur das Asgard. Dann muss man hier den Namespace angeben. Es ist hier, glaube ich, nicht ganz Testing, sondern hier ist es Tourist, Testing Tourist. Ah, ihr seht auch, mittlerweile ist das hier weg. Das ist also Testing Tourist, großartig, das kann alles so bleiben und dann sagt man Create, dann lädt er ein bisschen, das Ding erscheint, man kann sich das jetzt angucken, dann erscheinen hier ganz viele wilde Dinge, ne, er sagt irgendwie, okay, es gibt diese App, ui, jetzt habe ich die Staging aufgemacht, Entschuldigung, ich wollte in die Testing, blub, 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 blub. Ne, er sagt jetzt, okay, es gibt irgendwie dieses App-Backend, das hier ist das Deployment. Das hier ist die ganze App. Das ist der Service. Die App, Entschuldigung, die App. Die App hat ein Service und ein Deployment. Der Service hat diesen Endpunkt und irgend so ein Endpoint-Slice, was auch immer das ist. Das Deployment hat ein Replika-Set mit der Revision 1. Wir haben ja auch eingestellt, er darf nur eine Revision haben. Und dahinter hängt der Pod. Und tatsächlich hat er das hier gestartet. Ne? Und auch unter Services, hier, hat er den App-Backend-Service angelegt. Ne? Das tut das Argo. Und der wird jetzt immer dann getriggert, wenn unsere CI was in diesem Punkt Argo-Testing-Ordner ändert. Dann wird das Ding hier getriggert und der baut das neu und führt das wieder aus und macht dann hier die Services neu und tauscht dann allen voran hier im Workload, Entschuldigung, hier im Workload die Versionsnummer aus. Und deployt uns das neu. Eieiei. Was ein Stress. Ich schreibe mir das auf, dass das noch nicht so ganz funktioniert hat. Aus Gründen. Ich kriege das raus, warum das hier nicht funktioniert. Und zeige euch beim nächsten Mal das dann nochmal in einem Schnelldurchlauf. Das soll es aber für das Operational erstmal gewesen sein. Und wir machen jetzt weiter mit der Vorlesung. Ach du Scheiße, anderthalb Stunden. Naja, Chef überzieht auch immer. Einmal darf ich das auch. So, Rest der Kiste ist noch nicht ganz abgearbeitet. Tut mir leid, was machen wir heute? Ich wollte auch mal ganz kurz über API-Versioning sprechen. Das geht jetzt auch wirklich ganz schnell. Wir sind jetzt eine halbe Stunde, sind wir durch. API-Versioning, da reden wir gleich drüber, wie man das machen kann. Da möchte ich euch im Hands-on jetzt mal tatsächlich auch ein bisschen Entwicklung zeigen. Dafür zeige ich euch in Nest.js, wie man Konfigurationen macht, wie man dieses API-Versioning macht, wie man MongoDB anhängt, wie man GridFS anwendet und wie man Keycloak anbindet. Okay, es war eine Lüge, wir schaffen das heute alles nicht mehr. Ich rede jetzt vielleicht ein bisschen über das grundlegende Zeug und den Rest machen wir nächste Woche. Das tut mir unendlich leid. Naja, was zum Geier ist API-Versioning? Dem einen oder anderen ist das vielleicht schon mal aufgefallen, wenn er online unterwegs ist, dann steht oben in diesen URLs manchmal sowas wie slash v1 oder v2 oder v3 oder whatever.
Das nennt man URL-encoded Versioning. Das bedeutet, die Version meiner API ist in der URL encoded. Es gibt ungefähr, laut Literatur, die habe ich hier unten mal wie immer schön in die Quellen gepackt, 3 Strategien, wie man das machen kann. Man schreibt das in die URL, man schreibt das in die Daten, die man sendet, oder man schreibt das in die Header. Na, dann macht man irgendwie so ein zusätzliches Feld in den Headern und sagt da, was für eine Version dieser API-Call da ist. Ich persönlich finde, das ist jetzt wie gesagt eine persönliche Taste-Vorliebe, ich finde das oben in der URL am besten, weil man es dann sofort sieht. Na, das bedeutet, wenn jetzt irgendwie so ein Client irgendwas tut, irgendeine Anfrage Richtung mein Kubernetes sendet, zum Beispiel Richtung mein Backend, dann macht er das über dieses API V3. Da ist die große Frage, naja, Sepp, also jetzt einfach nur hier mit Taste zu argumentieren, ist ja irgendwie auch scheiße. Ne? Das muss ja auch einen ordentlichen Grund haben, warum man denn das jetzt mit diesen URLs macht. Naja, und der ganz einfache Grund ist, wenn ich das über die URLs mache, kann ich automatisches Load Balancing machen, wenn ich den Dienst aufteile in V1, V2 und V3. Weil dann kann ich über mein Ingress-Routing ganz einfach das Target umbauen und schon habe ich ein Load Balancing an der Stelle und schon habe ich wieder Lastverteilung. Das funktioniert nicht so einfach, wenn man Header hat. Und das funktioniert auch nicht so einfach, weil dann muss ja der Dienst, der dieses Routing macht, in die Header reingucken. Und das bedarf wieder ein bisschen mehr Konfigurationsaufwand. Das Ingress von Kubernetes bringt uns ja gleich so ein Routing über die API-Pfade mit. Da können wir ja Pfade einstellen. Und warum sollten wir das nicht nutzen? Und deswegen ist das meiner Meinung nach über die URL am einfachsten und am schönsten. Meiner Meinung nach. Genug geredet, hands on! So! Weiter geht's mit dem Coden. Heieiei, wir haben ja noch viel vor heute. Freunde. Ah, so, jetzt machen wir den ganzen Scheiß erstmal zu Ende. Erzähle ich euch doch erstmal ein bisschen was über Nest.js. Wir haben dieses Ding beim letzten Mal generiert. Ich habe überhaupt nichts dazu gesagt, was das hier überhaupt ist und was das alles kann. Wir gehen jetzt mal so ganz, ganz kurz durch, was hier überhaupt alles steht. Dist. Hoho, wartet. Doch, das ist richtig. Dist ist, wie man sich vermuten lässt, das ist einfach ein Ordner, wo Kompilate drin liegen. Node-Modules sind wie bei Gradle und Java einfach die existierenden Libraries, also alle Libraries, die irgendwie, alle Dependencies, die liegen in diesem Node-Modules-Ordner. Der ist in der Regel astronomisch groß und so groß wie das Dreiviertel des Internets, weshalb das Installieren immer so lange dauert. Docker-Ignore haben wir das letzte Mal angelegt, da sagen wir, welche Dateien ignoriert werden sollen, wenn sie in das Docker, wenn wir das Docker bauen. ESLint. Hier irgendwo ist ein Clean Codebook, was ich hier hingelegt habe. Das ESLint ist quasi das Gerät, was das Clean Code überwacht. Das Teil ist unfassbar aggressiv und picky eingestellt und wird echt sauer, wenn ihr irgendwo Leerzeichen hinmacht, wo kein Leerzeichen hingehört. Hier wird konfiguriert, wie ihr euren Code und euren Formatter, wie das alles funktioniert, wird hier eingestellt. Und das Ding sorgt dafür, dass das auch so bleibt. Na, ihr sollt gefälligst ordentlich programmieren und das tut dieses ESLint und das pusht das so ein bisschen nach vorne. Gitignore brauche ich, glaube ich, nicht erzählen. Prettier ist dann einfach nur nochmal ein On-Top on ESLint. Das macht nichts weiter als Formatierung automatisch. Das heißt, ich kann hier im Editor, ich glaube, Alt, Umschalt, F drücken und dann formatiert er mir automatisch den Code. Nest CLI ist einfach eine Information für die CLI, mit dem wir das Ding hier generiert haben. Diese Schemas sind einfach nur, da steht drin, das ist einfach nur eine Unterstützung für die CLI, kann man eigentlich ignorieren. Package Lock ist eine Art Dependency Cache, in dem die Dependencies und Dependencies auf Dependencies hinterlegt sind, damit Zweit- und Dritt-Dependencies nicht 2-3-mal runtergeladen werden, sondern nur einmal, wenn die gleiche Version haben. Beschleunigt also das Herunterladen von Dependencies. Das TS-Config ist eine Konfiguration von TypeScript, damit stellen wir den Compiler ein. Hier wird einfach nur gesagt, bitte alles exkluden, was in Node-Modules, Test, Dist und Specs irgendwie drin ist. Specs sind immer Tests und alles andere im Testordner und Dist und Node-Modules. Das soll bitte nicht mitkompiliert werden, weil das alles nur Zeit kostet. Und in dem normalen TS-Config steht jetzt irgendwie drin, was da passiert soll. Ne? Also irgendwie welches JavaScript-Modul wird verwendet. Ach, googelt das nach. Hier steht unfassbar viel. Wichtig ist dieses Target hier. Das hier könnt ihr vergleichen mit der Java-Version. Hier unterscheiden wir zwischen Java 8 und 17 und so weiter. So unterscheiden wir hier zwischen ES 2017, 18, 19, 20. Früher hieß das ES1, ES2, ES3, ES4. Wen das wirklich interessiert, die JavaScript unterliegt einer
Standardisierungsinstitution, die den Standard ECMAScript, also so heißt das Ding, ECMAScript, ist die Institution, die den JavaScript-Standard rausgibt. Und da gab es irgendwie Leute, die haben sich ganz hart gezankt, wie die diesen Standard nennen. Und der Typ, der gesagt hat, wir machen das jetzt mit Jahreszahlen, hat gewonnen. Und deswegen wurde ab ES5 das nicht mehr ES6, sondern ES2015-16 genannt. So einfach ist es. Naja, dann stellt man irgendwie noch ein, wo das Kompilat hin soll, wo alles rumliegt. Den Rest könnt ihr ignorieren, das ist alles nicht so wichtig. Im Testordner ist jetzt nicht, wie erwartet, die eigentlichen Tests, sondern hier sind Ende-zu-Ende-Tests drin. Was das ist, da kommen wir, glaube ich, erst nächste Woche zu. Und das eigentlich Interessante ist jetzt hier in diesem Source-Ordner. Ne? .spec.ts sind immer Tests und dann gibt es hier irgendwie eine Reihe von Dateien. Eben, wie man das auch so kennt, eine Main. Hier wird einfach der Webserver gestartet. Ne? Hier wird irgendwie diese Anwendung erzeugt. Da gibt man irgendwie so ein App-Module rein. Dann wird die mit Listen gestartet. Oje, wait. Da kommen wir auch noch zu, was das ist. Ne? Und so vom Aufbau her ist das ähnlich wie Java. Ne? Oben sind die Imports, dann folgen irgendwelche Klassen, irgendwelche Funktionen und Aufrufe und so weiter und so weiter. Dann gucken wir doch mal hier dieses App-Module, denn dieses App-Module wird ja hier irgendwie angelegt. Modular. Nest.js ist modular aufgebaut. Das bedeutet, dieses App-Module ist mein Root-Modul und alle weiteren Komponenten meiner Anwendung werden in Module gekapselt, die ich beliebig importieren, exportieren, wiederverwenden, nicht wiederverwenden, zu einer Library machen kann, wie ich das gerne möchte. In diesem Falle sagen wir immer, diese Module sind immer so aufgebaut. Imports sagt man, welche anderen Module möchte ich in diesem Modul benutzen. Dann gibt es Controller. Das sind einfach nur diese klassischen, wie man das vielleicht aus Spring oder sowas kennt. Das heißt, in Controllern, da sind die API-Routen drin definiert und in den Servicen, das ist einfach nur eine Schicht über der Datenbank, der Service greift auf die Datenbank zu und holt Daten, liest die aus, wertet sie auf, gibt sie an den Controller weiter und der Controller gibt es dann an den Endnutzer zurück. Es ist das klassische, ich glaube in Spring Boot heißt es Controller Repository Pattern, die Repo-Schicht ist hier nur ein bisschen wegabstrahiert. Na, dann gibt es hier diesen Controller, der hört irgendwie auf die normale Get-Route, Hello, und sagt irgendwie vom Service, gib mir doch mal Get-Hello. Und dieser Service gibt einfach den String Hello World zurück. Na, erinnert euch vielleicht. Ich starte das mal ganz kurz, damit ihr das nochmal irgendwie im Kopf kriegt. npm run start dev. Warum start dev? Das steht hier in den Skripten, das hier. Na, jetzt hat er das gestartet. Das hier schließe ich mal vorsorglich. Und jetzt kann ich hier unter den Lokalhorst... Hey, das war aber blöd. Localhost 3000 kriege ich dieses Hello World. Großartig. Und weil ich das hier im Dev gestartet habe, wenn ich jetzt also hier hingehe und im Hello World nochmal so ein paar Rudeltiere hinzufüge und das speichere, kriegt er das mit, startet das automatisch neu. Ich kann hier F5 drücken und kriege dann die geänderte Ausgabe. Großartig. So. Und jetzt wird hier der Test hier rot. Uiuiui. Weil jetzt hier die Ausgabe nicht mehr stimmt. Und ich habe so einen Runner hier im Hintergrund, der führt den Test automatisch bei mir aus, wenn ich was ändere. Das habe ich mal eingestellt, damit ich hier keinen Scheiß mache. Wenn der wieder grün werden soll, muss ich das hier kopieren, hier einfügen, speichern. Dann lässt er den nochmal laufen, automatisch, und dann wird er wieder grün. Da kann ich jetzt auch ganz kurz die Tests einmal rudimentär zeigen. Die sind so ein bisschen wie JUnit aufgebaut. Es gibt immer so ein Describe. Mit Describe sagt man ganz am Anfang einmal, ich möchte bitte folgende Komponente testen. Für diese Komponente bau bitte mir so ein Testmodul auf. Darin möchte ich bitte folgende Controller und Services haben. Und dann sage ich, ich möchte bitte jetzt für den Root irgendwas testen. Und dann sage ich, es soll bitte Hello World zurückgegeben werden, wenn ich auf dem App-Controller Hello World aufrufe. Und dann sagt man einfach expect, also ich erwarte, dass dieser Aufruf hier das zurückgibt. Mehr tut das nicht. Ich zeige euch dann später, wie man hier so richtig schönes Mocking-Testing, Blackbox-Testing mit Datenbank und all so einen Scheiß macht. Oh, wird wild. Werden wir, glaube ich, noch ein paar Vorlesungen für brauchen. So. Das Erste, was ich euch aber zeigen wollen würde, ist, wie man denn jetzt so einen Dienst von außen konfigurierbar macht. Wenn wir... wie fangen wir das am besten mal an? Also wir haben ja diese Umgebungsvariablen immer, ne? Und wenn wir jetzt irgendwie Datenbank-URIs haben, dann möchten wir ja lokal irgendwie unsere lokal installierte MongoDB benutzen und nicht die bei uns auf dem Cluster läuft, zum Beispiel. Da müssen wir irgendwie unterscheiden, in welcher Environment wir sind.
Und für gewöhnlich macht man das eben durch Umgebungsvariablen. Wenn eine gewisse Umgebungsvariable gesetzt ist, dann wissen wir, okay, das läuft jetzt gerade in der Cloud-Umgebung, da sagt mir einer, wo die Datenbank liegt, und wenn ich diese Variable nicht bekomme, dann möchte ich bitte ein Default-Value haben, und das ist immer Localhost. Weil das bedeutet, ich bin gerade zur Entwicklungszeit auf meinem Computer. Und ich glaube, das machen wir jetzt noch, und dann machen wir wirklich Schluss. Den Rest machen wir dann nächste Woche, weil sonst wird es, glaube ich, wirklich ein bisschen viel. Was aber nicht schlimm ist, dann schaffen wir nächste Woche den ganzen anderen coolen Kram. So, und das Allerbeste ist, Nest.js, weil das eine wirklich geile Bibliothek ist, die hat da schon was für. Die haben ein großartiges Konfigurationsmodul. Das können wir uns einfach installieren mit npm. Minus minus save sagt, ich möchte das bitte in den Production Environments haben. Ne? Der macht das jetzt hier unter Dependencies, ist jetzt das Config. Das habe ich mit diesem minus minus save erwirkt. Und das kann ich jetzt einfach hier in unserem großen App-Module benutzen. Hier kann ich jetzt einfach sowas sagen wie, man gebe mir meine Musterlösung, dankeschön. Hier kann ich jetzt sowas sagen wie config-module.forRoot. ForRoot ist jetzt einfach nur so eine statische, da kann man jetzt irgendwelche Optionen mitgeben, mit denen man sagt, wenn dieses Modul, App-Module, initialisiert wird, dann geht er immer als allererstes hier diese Imports und initialisiert die Module, die da drin stehen. Und mit diesem ForRoot kann ich sagen, wie soll das initialisiert werden. Na, jetzt kann ich hier so ein paar Optionen mitgeben. Das macht man jetzt hier mit sowas hier. Und jetzt wird das sofort rot. Ne? Also der sagt jetzt hier so, Alter, mach das weg, ESLint, was ist denn mit dir? Ne, wenn ich jetzt irgendwie Alt-Shift-F drücke, dann formatiert er mir das so, wie ESLint das gerne haben möchte. Weil ich habe da noch nichts drin stehen, deswegen zickt er gerade rum. So, das Erste, was ich hier sage, ist, isGlobal. Mit isGlobal sage ich, ich möchte bitte dieses Modul global in meiner Anwendung zur Verfügung stellen und ich will das nicht jedes Mal importieren, nur um auf die Konfiguration zugreifen zu können. Ich will das einmal irgendwo haben, nämlich in meiner Root, und dann soll das in allen Subkomponenten, in allen Submodulen bitte verfügbar sein. Und dann mache ich was richtig Verrücktes, ich sage hier cache gleich true. Was der jetzt macht, ist, dass der alle Umgebungsvariablen einliest und im Memory cached und nicht jedes Mal, wenn ich irgendwo process.env.umgebungsvariable schreibe, die erst ausliest aus dem System, sondern er gibt sie direkt aus dem Cache heraus. Das gibt eine richtig, zur Laufzeit ist das ein ordentlicher, das ist ein richtiger Boost, ist das. Richtig schön, richtig wundervoll. So. Dann. So, Umgebungsvariablen können ja irgendwie ganz schön mannigfaltig sein. Also da gibt es ja irgendwie ganz viele verschiedene, und allen voran, so jemand wie ich macht gerne Typos. Ich möchte bitte, dass mein eigener Dienst das validiert, was für großartige Umgebungsvariablen es gibt, und dass der nicht startet, wenn da Scheiße drin steht. Das heißt, er soll nicht starten, wenn ihm fundamentale Umgebungsvariablen, wie zum Beispiel die Mongo-Datenbank UI, fehlt. Deswegen sage ich, ich möchte hier bitte ein Validation Schema benutzen. Wir bauen uns das gleich. Und ich muss ihm hier dann noch so ein paar Validation Options mitgeben. So. Und sage ihm abort early. Ach, das macht er jetzt nicht, weil ich keine Validation Schema habe. Na, okay, machen wir das. Lassen wir ihn hier erstmal blöse sein. Legen wir erstmal das Schema an. Das Config ist jetzt ja so ein Modul. Das heißt, immer wenn ich irgendwas mit Modulen mache, lege ich persönlich immer einen neuen Ordner an. Deswegen mache ich jetzt hier so einen Config-Ordner. Und dort lege ich jetzt eine neue Datei an. Und die funktionieren immer so, dass man sagt, Modulname, Punkt, was ist das? Validator.ts. Das ist jetzt auch so eine Eigenart von mir, das kann man auch anders machen, aber ich finde das so immer ganz schön. So, und einen Validator brauche ich, und es ist einfach großartig. Auch das bringt uns Nest.js mit. Und zwar haben sie eine Integration für den Validator Joy. So, den habe ich installiert. Jetzt kann ich hier sowas schreiben wie import Sternchen. As Joy. Mit Import Sternchen kann ich JavaScript-Sourcen importieren und denen einen Namen geben. Also der importiert jetzt eine ganze Datei und gibt denen den Namen Joy. Und zwar from, ohne Schrein, Joy, haben wir ja gerade installiert. Und dann sage ich hier export const. Ich exportiere eine Konstante, die heißt Validation Schema.
gleich, ne, die Konstante lege ich an und sage joy.object. So. Und jetzt definiere ich in diesem Objekt ein weiteres Objekt und in dem definiere ich jetzt, was ich denn überhaupt haben möchte. Was möchte ich denn hier bitte überhaupt validieren? Das heißt, hier sage ich jetzt, welche Umgebungsvariablen soll es denn überhaupt geben? Fangen wir mal mit sowas ganz Stumpfen an wie ein Port. Ich möchte bitte, dass der Port eine Number ist und ich möchte, dass, wenn der nicht gesetzt ist, als Default 3000 hat. Das bedeutet jetzt, die Anwendung startet, selbst wenn ich kein Port definiert habe, startet sie und injectet automatisch für diese Umgebungsvariable Port den Wert 3000. Und zwar als Number. Die muss ich nicht casten, das ist eine Number. Vollkommen verrückt. Dann brauche ich irgendwie so eine Mongo-URI, das hatten wir ja vorhin auch schon. Da sage ich dann so Joy, yo, das soll mal irgendwie ein String sein. Und wenn das nicht gesetzt ist, dann möchte ich bitte die Standard-URL haben, nämlich localhost 2017. Weil dann läuft das wohl irgendwie bei mir und nicht in der Cloud. Dann brauchen wir diese Keycloak-Geschichten noch. Keycloak-URI. Bei Keycloak ist so ein Problem, naja, soll auch ein String sein, dass man das, man kann das lokal laufen lassen, ja. Wir machen hier mal als Default-Variable, dass das lokal läuft. 80. Wir benutzen aber, wenn wir das Keycloak integrieren, auf jeden Fall immer das Richtige, welches wir am Laufen haben, damit wir da nicht irgendwie durcheinander kommen mit irgendwelchen. Wir wollen das schon mit richtigen Usern testen, ne? Und wir wollen das auch mit richtigen Rollen und mit richtigen Credentials testen. Das, ich schreibe dieses Default jetzt hier nur rein, weil es ein schöner Stil ist, dass man immer ein Default hat. So, Keycloak, was brauchen wir noch? Unaussprechlich brauchen wir noch. Da soll das Default bitte Master sein. Das ist das normale Realm, was immer angelegt wird. Dann brauchen wir eine Keycloak. Ui. Keycloak Client ID. Joy ist auch ein String. Das Default ist My Client. Also das sind alles Sachen, die wir auf jeden Fall dann noch nachkonfigurieren, aber wir wollen es auf jeden Fall schon mal haben. Dann auch dieses großartige Secret, Default, Secret. Ha. So, jetzt ist ja hier irgendwie noch ganz viel rot. Das liegt daran, weil ich hier auf einem Windows arbeite, das hier ist in Carriage Return Line Feed formatiert, der will das aber in nur Line Feed. Dann kann man hier unten auf CLLF drücken, sagt, ich will es in LF haben und dann hält er auch die Fresse. Ach Gott, ist es manchmal komplizierter, als man es gerne möchte. So, jetzt könnte man das tendenziell sofort benutzen. Jetzt kommen wir zu so einem nächsten Stilmittel. In JavaScript sind Ordner so mehr oder weniger Module. Und wenn ich aus so einem Ordner was exportieren möchte, macht man das immer, indem man da so eine Index.ts noch mit anlegt. Und in der definiere ich jetzt, was ist das, was ich aus diesem Ordner gerne wirklich exportiert haben möchte. Hier sagt man Export Sternchen from schräger Config Validator. Ne, es könnten ja auch Dinge hier drin sein, die sind, jetzt muss ich hier auch wieder LF draus machen, verdammt. Die könnten ja auch Dinge in dieser Config, in diesem Ordner drin sein, die nicht für andere Module gedacht sind. Ne, irgendwelche privaten Dinge. Und die möchte ich nicht exportiert haben. Und dann schreibt man die einfach nicht in diese Index hier mit rein. Damit definiert man quasi so eine Art Schnittstelle für das Modul, für den Ordner, welches ich anderen zur Verfügung stellen möchte. So, und jetzt können wir hier auch tatsächlich Validation Schema schreiben, der findet das gleich, importiert das, großartig. So, warum ist Cache noch böse? Machen wir mal Steuerung F, mit Alt Shift F habe ich das jetzt einfach formatieren lassen, damit der die Fresse hält, weil ich zu faul bin, das alles per Hand zu machen, das ist großartig. Jetzt kann ich hier in diesen Options auch endlich Abort Early schreiben, true. Das heißt einfach nur, bitte brech wirklich ab, hart ab, wenn du eine Umgebungsvariable nicht findest und auch kein Default dafür anfangen kannst. Ne? Also starte wirklich nur, wenn du dir zu 100% sicher sein kannst, dass dein Umfeld, in dem du läufst, auch da ist. In diesem Falle, dass eben diese ganzen großartigen Umgebungsvariablen definiert sind. Ja. Ich finde, wir probieren das mal mit dem Port aus, oder? Das ist so eine gute Idee. Gehen wir doch mal hier in die Main. Hier haben wir ja fest hardcoded Magic Number, die 3000. Da möchte ich jetzt bitte den Port haben. Das macht man dann über const port. Also ich lege eine neue Konstante an, die soll port heißen.
Da sage ich jetzt App, die habe ich ja hier oben angelegt. Da kann ich jetzt einfach ein Get drauf aufrufen und kann mir den Config-Service geben lassen. Der ist, der kommt mit dem Modul von Nest.js, ist da schon hinterlegt, deswegen kann der das so out of the box. Auf dem Ding kann ich jetzt Get sagen und sage, ich möchte bitte das Ergebnis zu einer Number casten von der Umgebungsvariable Port. Und dann verwende ich die hier. Das heißt, im besten aller Tage, wenn ich jetzt hier npm run start dev mache, müsste der wieder auf Port 3000 hören. Probieren wir das doch mal aus. Zack, da ist er. Das heißt, das hier müsste nach wie vor noch funktionieren. Was aber auch bedeutet, wenn ich jetzt hier in dem Validator aus der 3000 eine 3001 mache, das kopiliere, startet er das neu, dann muss das hier nicht funktionieren. Geht nicht. Na? Geht nicht. Großartig. Das scheint also zu funktionieren. Und noch viel schlimmer ist, wenn ich das Default hier weglasse, das so mache, ja, es ist in Ordnung, du findest das super scheiße, dass ich das da hingeschrieben habe. Ach mein Gott, der ist aber auch echt. Jetzt müsste er eigentlich einen Fehler schmeißen, weil ich überhaupt gar keinen Port definiert habe. Tut er aber nicht. Unhöflich. Da, was lässt das denn jetzt laufen? Ist es jetzt 3000? Nö, ist jetzt gar nichts. Verrückt. Vielleicht muss man es neu starten. Starten wir es mal neu. Eigentlich sollte er das jetzt ganz böse finden. Er findet es nicht böse. Warum? Verrückt. Eigentlich kann man... Achso, wenn ich jetzt die Number Default 0 setze, dann wird das auf Port 0 setzen. Ja, man muss hier noch so ein, man muss hier jetzt noch so eine zusätzliche Option angeben, dass man keine weiteren nicht definierten Umgebungsvariablen erlaubt, aber wenn man das macht, dann schadet das Ding gar nicht mehr. Naja, gewöhnt euch an, hier ein Default reinzuschreiben. Kann man, glaube ich, so zusammenfassen. So, genau, jetzt haben wir das, wir haben das, wir haben das. Und ich finde, das reicht auch für heute. Bevor wir jetzt weitermachen, ich habe euch jetzt zwar schon die URIs vorgestellt. Ach Freunde, komm, die APIs machen wir jetzt noch. Ist eigentlich ganz einfach. Also nein, diesmal ist es tatsächlich ganz einfach. Dieses Prinzip von den API-Versioning, also diese API-Versionierung nach... nach Header oder nach URI oder nach Data, das ist einfach ein Standard in der Webentwicklung. Und genau aus diesem Grund unterstützt das auch Nest.js. Ich kann hier einfach unter app.set, ich muss hier enable versioning, damit aktiviere ich das API-Versionierungstool von dem ganzen Ding, sage ihm jetzt einfach nur, welche Art von API-Versionierung ich haben möchte. Da gibt es hier so eine ganze, gibt es extra so ein Version-Type-Enumeration vor. Und hier kann ich Header, Media-Type oder URI nehmen und ich möchte es bitte auf URI haben. Und das war's schon. Jetzt kann ich hier unter dem Controller, muss ich jetzt einfach nur noch sagen, yo, du Controller, du sollst bitte Version 1 sein. Dann nennen wir den jungen Mann hier noch um. Aus Konsistenzgründen heißt er jetzt V1. Und er hat vollkommen recht. Ich muss das hier mit F2 machen. Und dann V1. Weil dann macht er das Refactoring. Jetzt steht das hier unten auch schon, dass er den mit Version 1 gestartet hat. Und rein aus Gründen nennen wir jetzt den Controller hier... Hallo. Machen wir noch einen Punkt V1 mit dran, damit wir auch im Namen gleich sehen, dass es V1 ist. Ja, ich möchte das bitte ändern. Zack. Zack. Und jetzt kommt hier nichts mehr. Jetzt muss ich hier oben V1 angeben und ich komme wieder hin. Mehr war das nicht. Jetzt haben wir schon fertiges API-Versioning gemacht. Großartig. So, jetzt... bin ich aber tatsächlich für heute fertig. Ich glaube, den Rest zeige ich euch nächste Woche. Lasst mich noch mal ganz kurz schauen, ob ich euch Folien vorenthalten habe.
Nein, habe ich nicht. Wir gehen hier nochmal ganz kurz durch. Ich habe euch zumindest die Folie API-Versioning gezeigt. Ich habe euch das Konfigurationsmodul-Kram gezeigt. Ich habe euch das hier gezeigt. Und den Rest machen wir nächste Woche. Also Mongo, das GridFS, um Rechnungen abzulegen, und Keycloak machen wir nächste Woche. Hui, wilde Fahrt. Hier nochmal Quellen. Fragen bis zu diesem Punkt? Hört euch die Vorlesung vielleicht nochmal in 0,5-facher Geschwindigkeit an. Ansonsten danke ich für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns nächste Woche frisch und munter wieder. Ich werde bis dahin meine Fehler aus der CI korrigieren, gucken, warum das nicht funktioniert hat, euch das nochmal in Ruhe zeigen und dann programmieren wir weiter an dem Dienst rum. Gut, dann wünsche ich euch einen schönen Dienstag und eine schöne Restwoche. Auf Wiedersehen!